So. So kann man mich erkennen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Weser-Ems-Forum, zu einer Fortbildungsveranstaltung der Ärztekammer hier aus der Bezirksstelle Oldenburg. Ein Forum, das für unsere Kolleginnen und Kollegen früher anders gestaltet war, so dass in kleinen Gruppen eben neue Dinge erfahren werden konnten. Jetzt müssen wir Corona-bedingt vieles ändern. Corona ist auch weiterhin ein Thema, das uns intensiv beschäftigt, und so haben wir dieses Thema als Kern der gesamten Veranstaltung gewählt. Aktueller Stand in verschiedenen Bereichen. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Patienten und Patientinnen? Wie wirkt sich das weiter aus? Welche Möglichkeiten haben wir? Und dazu auch noch eine Diskussionsrunde, über die ich mich auch besonders freue, weil wir dabei die kompetenten Hauptakteure in diesem Gesundheitswesen hier in Niedersachsen bei uns haben. Einmal die Gesundheitsministerin Frau Behrens und Martina Wenker als Leiterin unserer Ärztekammer. Ich denke, es wird eine spannende Veranstaltung. Wir haben wenig Zeit für die einzelnen Themen. Das ist der Nachteil einer solchen kurzen Veranstaltung. Aber dafür werden die sicherlich umso intensiver dann stattfinden und Ihnen intensiv Informationen weitergeben. Verantwortlich für diese Informationen, für die Zusammenstellung der Kompetenz hier aus dem Nordwesten, ist Professor Köhne, der die Veranstaltung fachlich auch erst moderieren wird und damit auch beginnen wird. Herr Professor Köhne. Ja, lieber George, meine Damen und Herren, draußen an den Bildschirmen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Corona-Veranstaltung hier. Als wir mit der Planung begonnen hatten, hatten wir uns überlegt, dass wir beim letzten Mal ja viel über Impfungen und Erkrankungsdurchlauf oder Erlebnis und Bewältigung und Therapie gesprochen haben. Und wir haben gemerkt, dass immer mehr Patienten auch Folgeerscheinungen durch die Covid-Erkrankung haben und haben dies als unser Hauptthema gewählt und dem wir aber auf der anderen Seite auffrischen, welche aktuellen Daten es zur Impfung gibt, welche Daten es insbesondere bei Krebspatienten gibt, die ja eine schwere Erkrankung durchmachen, die dann vielleicht auch chemotherapiert wird. Wir haben ja erfahren können, wie aktuell das Thema eigentlich ist, das wir vor einiger Zeit geplant haben. Im vorletzten Ärzteblatt ist das Post-Covid-Syndrom beschrieben worden, ausführlich beschrieben worden, und einige Aspekte davon werden wir hier auch berühren. Der Plan ist, kurze Vorträge zu haben, die etwa 10 Minuten dauern, aber uns war klar, als wir die vielen Daten zu den Impfstoffen gesehen haben, dass Professor Hambrecht, der sich wieder mit diesem Thema an uns wenden wird, dass es eine Überforderung ist, das in so kurzer Zeit zu bringen, sodass wir ihm eine größere Zeitspanne zur Verfügung gestellt haben. Bei den 5 Impfstoffen, die wir jetzt zur Verfügung haben, mit all den Diskussionen, die wir verfolgen konnten, ist das, glaube ich, auch angemessen. Sodass ich an dieser Stelle zunächst an Professor Hambrecht überleiten würde, der uns zu den Covid-Impfungen Stand der Dinge berichten wird. Und ich freue mich, dass Axel Hambrecht wieder erneut hier fachkundig Auskunft gibt. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier nochmal sprechen zu können zum Thema Impfungen, Stand der Dinge. Ja, wir haben inzwischen tatsächlich etwa 19 Millionen Geimpfte oder Impfdosen wurden in Deutschland verabreicht bei 3,3 Millionen Erkrankungen, und das nach einem guten Jahr Pandemie. Das ist ein wahnsinniger Erfolg, muss man sagen. Damit hätten wir früher nicht gerechnet. Und schaut man sich so mal ein bisschen die Zahlen an. Wir kennen ja jetzt schon einige Impfstoffe, die wir anwenden in Deutschland, aber tatsächlich sind 313 Impfstoffe in Entwicklung, davon 88 sogar in klinischen Studien. Und sehr weit fortgeschritten in Phase 3 sind wir bei 21 Impfungen. und 6 Impfstoffen in Phase-4-Studien. Ja, wir haben derzeit in der EU 4 zugelassene Impfstoffe. Am Anfang war der mRNA-Impfstoff von BioNTech, Pfizer, Comirnaty Ende Dezember. Dann kam mRNA von Moderna im Januar und schließlich gefolgt von den ersten Vektorimpfstoffen von Oxford, AstraZeneca, den Vaxzevria und jetzt ganz neu von Janssen oder Johnson & Johnson ein weiterer Vektorimpfstoff. Ja, es gibt außer denen, den wir derzeit zugelassen haben, gibt es noch eine Reihe anderer Impfstoffe, die wir in der EU allerdings noch nicht haben. Einer davon ist der Sputnik V, russischer Impfstoff vom Gamaleya-Institut. Hier wird an einer Zulassung gearbeitet. Also wie alle diese Impfstoffe im Moment findet hier ein Rolling Review statt. Das heißt, die Firmen können nach und nach Daten einreichen und wenn schließlich am Ende genug zusammen ist, wird über die Zulassung entschieden. Es gibt einen chinesischen Vektorimpfstoff von CanSino, wird in Asien und Südamerika angewendet und es gibt noch eine ganze Reihe von Totimpfstoffen, also ganz klassische Impfstoffe, so wie wir sie auch von früher kennen, mit inaktivierten, kompletten Viren. Das sind vorwiegend chinesische von Sinopharm und Sinovac und ein indischer von Covaxin. Und auch diese Impfstoffe sind vorwiegend in Asien, Südamerika und in Afrika zugelassen derzeit. Ja, es wird sehr viel darüber gesprochen, welcher Impfstoff ist wie gut. Hier sehen wir mal so die 5 häufigsten. Wir haben 2 RNA-Impfstoffe, 3 Vektor-Impfstoffe. Alle wenden wir zweimal an, mit der Ausnahme den von Johnson & Johnson. Hier reicht eine einmalige Impfung aus. Und man kann sich auch mal anschauen, die Zulassungsstudien, die wurden schon mit relativ vielen Teilnehmern gemacht, 20 bis naja, ungefähr 44.000, also das ist schon eine ordentliche Anzahl. Schaut man sich jetzt mal die Zahlen an, Schutz vor symptomatischer Infektion, sind wir irgendwo zwischen 60 und 95%, aber Achtung, muss man sagen, diese Zahlen sind nur ganz begrenzt vergleichbar. Warum? Die Studien sind in verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt. Zu diesen Zeitpunkten gab es teilweise noch nicht diese Varianten, mutierte Viren, wie wir sie heute kennen. Sie sind in anderen Ländern durchgeführt worden und teilweise sind auch verschiedene Definitionen von leichten oder schweren Infektionen angewendet worden. Also diese reinen Zahlenwerte, Vorsicht in der Vergleichbarkeit. Wir sehen das inzwischen tatsächlich auch, wo wir etwas Real-Life-Daten haben in Ländern, wo mehr als ein Impfstoff angewendet wird. Zum Beispiel in Schottland, dort haben wir jetzt Daten mit sehr, sehr viel mehr Patienten als den in der Zulassungsstudie mit knapp 400.000. Und da ist zumindest nach einer Impfung scheint es so, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff und der von AstraZeneca sehr, sehr ähnlich in der Wirksamkeit sind. Ja, außer denen, die wir so schon kennen, was wird jetzt noch kommen? Ein weiterer RNA-Impfstoff von CureVac, der ist im Moment in einer Phase-3-Studie. Es wird damit gerechnet, dass der am Ende des 2. Quartals zugelassen wird. Bislang ist nur in einem Preprint Daten dazu aus der Phase-1-Studie bekannt. CureVac produziert den mit einer Reihe von Partnern, die sie gewinnen konnten, mit Novartis, mit Bayer und anderem, sodass, wenn alles gut läuft, wir hier zum Start vielleicht schon mit einer ganz erheblichen Dosen auch rechnen können. Anderer Impfstoff, der noch sehr interessant ist, von Novavax. Das ist ein rekombinanter Proteinimpfstoff. Tatsächlich werden diese Spike-Proteine synthetisch hergestellt und assembliert als Virus-like Particles. Wir kennen das Prinzip von den HPV-Impfstoffen und das wird in Insektenzelllinien werden die hergestellt, in SF9-Zelllinien und der Vektor hierfür ist ein Bakulovirus. Ja, Daten liegen uns dafür auch vor allem aus dem Vereinigten Königreich mit 15.000 Teilnehmern und der Schutz vor symptomatischer Infektion, der war hier sehr gut, knapp 90% bei allen. Denen, die den Wildtyp hatten, war es etwas besser mit 96,4% und Bei der englischen Variante B117 war etwas weniger wirksam mit 86,3%. Das ist wahrscheinlich auch so der Wert, an den wir uns halten müssen. Inzwischen sind wir in Deutschland ja bei fast 100% B117 angekommen. Also das ist sicherlich der wichtigere Wert. Man sieht hier aber auch, wenn man in andere Länder geht, hier Südafrika wurde ein Teil der Studie durchgeführt mit knapp 3000 Teilnehmern. Hier war die Wirksamkeit deutlich überschaubarer mit knapp 50%. Und das war darauf zurückzuführen, dass hier überwiegend die Variante B1351 vorgekommen ist. Ja, das kommen wir auch schon zum Thema Mutationen. Das ist so ein Thema, was uns alle bewegt. Was hat das eigentlich jetzt für Auswirkungen auf den Impfschutz? Und wir haben relativ wenig klinische Daten. Wir haben eine ganze Reihe von Labordaten, wo man dann schauen kann, funktioniert die Neutralisation von Viren in Zellkulturen gut oder nicht gut. Und da sehen wir tatsächlich auch Unterschiede. Also hier mal eine Untersuchung rausgegriffen. Bei der Variante P1, die in Brasilien vorkommt, sehen wir etwa eine 2- bis 3-fache Reduktion der Neutralisation für Pfizer-BioNTech und ein bisschen ähnlich für AstraZeneca, ein bisschen höher mit 2,9-fach, ähnlich auch für B117. Aber auch hier relativ auffällig, B1351 eine deutlich stärkere Reduktion, knapp Faktor 8 für Pfizer-BioNTech und 9-fach für AstraZeneca. Auch ein paar klinische Daten haben wir hier aus einer Studie zu dem Johnson & Johnson-Impfstoff. Schaut man sich den Schutz vor mäßiger bis schwerer Erkrankung an, ab 14 Tage nach Impfung oder ab 28 Tage nach Impfung. So sehen wir hier schon Unterschiede. In den USA war der Impfschutz deutlich besser mit 74,4 bzw. 72% und in Südafrika deutlich geringer mit 52 und 64%. Aber ganz beruhigend, bei allen Impfstoffen ist es eigentlich so, der Schutz vor einer schweren Erkrankung ist deutlich besser und der war auch hier in den 80er%, also weltweit bei nach 28 Tagen nach der Impfung bei 83,5% und sogar in Südafrika war er noch bei 81,7%, also das ist doch etwas beruhigend. Zu AstraZeneca gibt es auch ein paar Daten aus Südafrika. Hier wurde eine Studie mit 2026 Erwachsenen, die relativ jung waren, Altersmedian war 30 und hier war die Wirkung gegenüber leichten Erkrankungen relativ bescheiden mit 10,4%. Da ist natürlich schon etwas, was uns Sorgen macht. Das muss man sagen, schwere Erkrankungen kamen dort nicht vor, das konnte man nicht untersuchen. Wir würden davon ausgehen, dass der Schutz gegen schwere Erkrankungen besser ist, aber Daten haben wir nicht dafür. Zu BioNTech Pfizer gibt es jetzt einen ganz aktuellen Preprint, und zwar eine Matched-Pair-Analyse aus Israel mit ungefähr 800 Fällen. Man hat hier 400 Patienten mit einer Infektion genommen, die geimpft waren und hat dazu etwa 400 andere Patienten, die keine Impfung vorher hatten, gematcht und hat sich dann angeschaut, wie ist denn die Verteilung der Genotypen bei diesen Patienten. Und was hat man hier gefunden? Wir sehen bei den Kontrollen, hier rechts abgebildet, in Blau die B117-Variante, den Wildtyp in Grau und die B1351, also die auch sogenannte südafrikanische Variante, in Orange. Und wir sehen, bei den Geimpften sind es deutlich mehr. Also hier war die Odds-Ratio 8:1 nach einer kompletten Impfung. Also mehr als 7 Tage war das hier definiert nach der zweiten Impfung. Man hat sich das auch angeschaut bei denen, die sich nach der ersten Impfung infiziert haben. Dieser sogenannte Partial Effectiveness Study, das waren knapp 250 Leute. Und hier hat man schon einen kleinen Unterschied gesehen bei dem Wildtyp versus B117. Hier haben wir etwas mehr B117 gesehen. Das hat sich dann aber nach der zweiten Impfung, war dieser Unterschied nicht mehr signifikant. Ja, was können wir da zusammenfassen? Bei der südafrikanischen Variante ist die reduzierte Schutzwirkung am, eigentlich am klarsten aus unseren bisherigen Daten. Je nach Impfstoff sehen wir hier Unterschiede. Nicht alle Impfstoffe sind ähnlich gleich betroffen. Die B117-Variante ist offensichtlich eher ein bisschen weniger problematisch in puncto Impfschutz. Und sicherlich eine gute Nachricht ist, die T-Zellimmunität, die ist durch die Mutation nicht so beeinträchtigt. Und das ist ja vor allem wichtig für den Schutz vor schweren Erkrankungen. Ja, was können wir tun? Wichtiger Punkt natürlich impfen. Hier müssen wir mit der Geschwindigkeit noch zulegen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir die Fallzahlen weiter senken. Wir dürfen nicht in eine große Masse an aktiven Infektionen reinimpfen. Und wir können natürlich die Impfstoffe anpassen. Schauen wir uns mal die Zahlen in einigen Ländern an, die viel geimpft haben. Deutschland waren wir heute bei 23% etwa, USA bei 41%, Israel bei etwa 60%. Und wir sehen hier ganz schön den Verlauf oder die Abnahme der Fälle. Muss man aber auch ganz klar sagen, Achtung! Gerade in Israel und im Vereinigten Königreich gab es einen sehr, sehr harten Lockdown, der nochmal deutlich härter war als das, was wir jetzt hier sehen. Und die haben ganz entscheidend dazu beigetragen, dass diese Fallzahlen so abgesunken sind. Also das waren nicht die Impfungen allein. Ja, ein anderes Beispiel ist Chile, hat extrem schnell geimpft. Also hier im März war das einer der großen Vorreiter. Aber jetzt, einen Monat später, sehen wir extrem viele Infektionen. Das Gesundheitssystem ist eigentlich überfordert. Die Intensivstationen sind voll. Und ja, was war hier passiert? Man hat geimpft, aber gleichzeitig zu schnell eigentlich alle Restriktionen zurückgenommen. Es kam zu massenhaften Ansteckungen. Es lag zum Teil sicherlich auch am Impfstoff. Dort wurden relativ viele der chinesischen Totimpfstoffe verwendet. Und wir können hier nur annehmen, dass die wahrscheinlich auch eine etwas geringere Schutzwirkung haben. Sehr, sehr gute Daten haben wir dazu nicht. Aber hier sieht man nochmal die Fälle. Also begonnen hat man eigentlich das Beginn des Impfprogramms so im großen Maßstab, war Anfang Februar. Und wie Sie sehen, kam es danach zu einem kurzen Abfall, aber dann einem sehr starken Anstieg. Und jetzt gibt es seit 4 Wochen etwa wieder einen Lockdown. Jetzt sieht man auch langsam wieder, dass die Zahlen abnehmen. Aber das sollte uns sicherlich auch eine Warnung sein. Ja, wir haben eine ganze Reihe an offenen Fragen. Wir haben einige neue Impfstoffe in Aussicht. Wir rechnen mit deutlich mehr Lieferungen jetzt im 2. und 3. Quartal. Das ist, denke ich, eine gute Nachricht. Ein Punkt wird sein, wann können wir Jugendliche, Kinder unter 16 impfen. Bislang der Impfstoff von Pfizer ist der einzige, der ab 16 zugelassen ist. Und wir wissen auch nicht, wie lange die Impfungen letzten Endes wirken, wann wir vielleicht eben auch einen Booster mit einem abgedateten Impfstoff brauchen. Wirkung gegen Transmission haben wir mehr und mehr Daten, aber noch nicht genug. Welche Impfquoten brauchen wir eigentlich, damit wir eine Herdenimmunität bekommen? Das ist auch eine Frage, die kann im Moment keiner so richtig gut beantworten. Und sehen wir eigentlich eine Zunahme neuer Varianten, Variants of Concern, wenn wir eine steigende Immunität durch die Impfungen haben? Und hier nochmal ist es sicher ganz entscheidend, in welche Fallzahlen wir hier reinimpfen. Ja, und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hambrecht. Ich hatte ganz vergessen, Professor Hambrecht vorzustellen. Er ist Lehrstuhlinhaber am Institut für Mikrobiologie und Virologie an der Universität Oldenburg. Und er ist Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und wir freuen uns, dass er gerade rechtzeitig nach Oldenburg gekommen ist, um uns hier startkräftig zu unterstützen. An dieser Stelle herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Wir kommen zum nächsten Thema, Covid und Krebs. Viele Patienten sind sehr verunsichert, gerade Krebspatienten, wie es denn mit ihrer Erkrankung, ihrer Krebserkrankung gehen könnte, die gleichzeitig einen Schutz vor der Covid-Infektion suchen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Dr. Nicola Gießen aus der Universitätsklinik Heidelberg uns zu diesem Thema referieren wird. Sie ist auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Infektionen in Hämatologie und Onkologie von der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Diese Gesellschaft hat sich sehr früh damit beschäftigt, Patienten Algorithmen danach anzupassen, wie vielleicht in der Covid-Situation immunsuppressive Behandlungen vielleicht besser zu steuern sind, sodass die Patienten weniger gefährdet sind, wenn sie diese Erkrankung erleiden. Und wir wissen, dass Krebspatienten einen ganz besonderen Schutz bedürfen und deshalb auch entsprechend in den Impfempfehlungen in einer höheren Kategorie eingeordnet sind. Liebe Frau Gießen, ich begrüße Sie recht herzlich aus Heidelberg hier und freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einführung. Thema, wie gesagt, Covid-19 bei Krebs, also bei Tumorpatienten. Das ist ein riesiges Thema. Da wir uns heute alle etwas kürzer fassen sollen, habe ich ein paar Punkte rausgegriffen, die ich besonders wichtig finde. Das ist einmal erstmal allgemein das Risiko von Tumorpatienten, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu erleiden. Dann, wie schon angesprochen, das Management von Tumortherapien jetzt zu Pandemiezeiten. Ganz kurz, welche Therapieoptionen wir bei Covid-19 haben, speziell auch mit Hinblick auf Krebspatienten, und dann ein paar ganz kurze Punkte zu Covid-19, da das ja auch gerade bei unseren immunsupprimierten Tumorpatienten ein ganz großes Thema ist. Zunächst zum Risiko von Tumorpatienten. Da muss man sagen, das ist ganz klar erhöht. Die Daten hier sind aus einer großen britischen Analyse von über 17 Millionen Personen, die sich verschiedenste Risikofaktoren angeschaut haben, die mit einem erhöhten Risiko einer Covid-19-assoziierten Mortalität einhergehen. Ein paar Punkte habe ich hier rausgegriffen. Das ist einmal oben Alter, Geschlecht. Das ist ja bekannt, dass das hohe Alter und das männliche Geschlecht ein Risikofaktor sind. Und darunter haben sich die Kollegen angeschaut, wie schaut es mit Krebserkrankungen aus, und zwar einmal differenziert in solide Tumoren und einmal differenziert in hämatologische Tumoren und dann jeweils angeschaut, wie lange liegt die Diagnose zurück. Und man sieht bei den soliden Tumoren, dass wir eine Risikoerhöhung haben, insbesondere im ersten Jahr nach Diagnose, während nach etwa 5 Jahren das Risiko sich der Allgemeinbevölkerung angleicht. Und im Gegensatz dazu sehen wir bei hämatologischen Neoplasien, dass das Risiko eben auch anhaltend 5 Jahre nach Erstdiagnose der Erkrankung weiterhin deutlich erhöht ist, einen schweren Covid-19-Verlauf zu erleiden. Das zeigt sich auch in dieser Arbeit, dass die hämatologischen Patienten besonders schwer betroffen sind. Hier haben sich die Kollegen aus den USA angeschaut, wie das Risiko verschiedener schwerer Formen von Covid-19 bei unterschiedlichen Krebserkrankungen sich darstellt. In lila auf der linken Seite sieht man die hämatologischen Neoplasien, die eben, egal ob man jetzt nach Intensivverlauf oder Versterben tatsächlich schaut, einfach das höchste Risiko jeweils mit sich bringen. Ebenfalls mit einem erhöhten Risiko verbunden sind die Lungenneoplasien, also das Bronchialkarzinom insbesondere in Rot, während man für andere Krebserkrankungen, beispielsweise für Brustkrebs, jetzt hier kein erhöhtes Risiko nachweisen konnte. Und nach rechts sieht man nochmal dargestellt, dass eben auch der Status der Krebserkrankung ist, es eine kontrollierte, nicht metastasierte Erkrankung oder eben eine metastasierte Erkrankung, ebenfalls nochmal einen relevanten Einfluss auf das Risiko eines schweren Verlaufes hat. Wie ist es jetzt mit dem Einflussfaktor einer aktiven Krebserkrankung und dem Einflussfaktor von Therapien? Gerade letzteres war ja ein Punkt, wo wir zu Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres ganz große Sorgen hatten, dass es ein ganz relevanter Einflussfaktor ist. Das hier ist eine Kohortenstudie, wo jetzt nur Krebspatienten betrachtet wurden. Und man sieht ganz oben im roten Kasten, dass der Status der Tumorerkrankung, also wie die Kontrolle der Tumorerkrankung ist, einen ganz relevanten Einfluss hat. Und zwar, dass Patienten, die auf die Therapie nicht ansprechen, die progredient sind, eben eine deutlich erhöhte Mortalität haben, im Gegensatz zu Patienten, die in Remission sind unter Therapie. Das heißt, eine aktive Krebserkrankung ist ein ganz klarer Risikofaktor. Schauen wir uns jetzt die Krebstherapie an, das ist jetzt in dem unteren roten Kasten dargestellt, so sehen wir, dass das tatsächlich deutlich weniger klar ist. Hier wurde unterschieden, hatte der Patient keine Therapie in den letzten 4 Wochen, eine Chemotherapie oder eine andere Form der Tumortherapie. Und hier zeigte sich eben kein signifikanter Einfluss der verschiedenen Therapieformen. Das heißt, aktive Krebserkrankung ein klarer Risikofaktor, ein weniger klarer Einfluss der vorhergehenden Therapie. Ja, und das ist eben auch ganz wichtig für die Frage, was machen wir denn mit Tumortherapien? Und hier nochmal rausgegriffen, wie gesagt, dieser relevante Risikofaktor der unkontrollierten Krebserkrankung für einen schweren Covid-19-Verlauf. Und im Umkehrschluss folgt daraus natürlich, dass die Durchführung einer Antitumortherapie mit dem Ziel, eine bestmögliche Remission zu erzielen, ganz wichtig ist. Zum einen natürlich hinsichtlich der Tumorerkrankung selber, aber eben auch hinsichtlich des Zieles, das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf zu reduzieren, sodass man hinsichtlich des Therapiemanagements sagen kann, und diese Empfehlung ist jetzt aus der vorangeführten Leitlinie unserer Arbeitsgruppe zur Infektion in der Hämatologie-Onkologie von der DGAO, dass man sagt jetzt allgemein, während der Pandemie, wenn mein Patient keine nachgewiesene Covid-19-Erkrankung hat, dann ist das Ziel, die Tumortherapie so durchzuführen, dass die bestmögliche Remission erzielt werden kann. Also da eher wirklich ein Pro-Therapiedurchführung. Wie sieht es jetzt aus, wenn eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt oder gar eine symptomatische Covid-19-Erkrankung? Da stellt sich das etwas anders dar. Hier würden wir bei den meisten Tumortherapien sagen, dass es doch sinnvoll ist, die Therapie zu pausieren oder gar nicht erst einzuleiten, wenn man noch davor steht, sofern das Ganze möglich ist. Wir wissen alle, es gibt Krebserkrankungen, da stellt sich die Option nicht. Wenn jetzt eine Erstdiagnose einer akuten Leukämie ist, dann kann man es leider jetzt nicht 2, 3, 4 Wochen verschieben. Aber wenn es eben verschiebbar ist, ohne die Prognose des Patienten relevant zu schädigen, dann sollte man das bei vorliegender SARS-CoV-2-Infektion bei den meisten Tumortherapien tatsächlich tun. Es gibt allerdings einige Therapieformen, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie auch bei einer vorliegenden SARS-CoV-2-Infektion relativ sicher durchgeführt werden können. Beispielsweise eine endokrine Therapie. Das hier sind jetzt Daten ebenfalls aus den USA, eine Kohortenstudie von Brustkrebspatienten, jetzt keine sehr große Studie, aber die Kollegen haben sich angeschaut, wie das Outcome ist von Patientinnen mit nachgewiesener Covid-19-Erkrankung und verschiedenen Therapieformen und wenn die jetzt unterbrochen wurden oder nicht unterbrochen wurden. Und in Rot sieht man eben verschiedene Patientinnen, die eine endokrine Therapie bekommen haben und die nicht die Therapie unterbrochen haben, trotz Nachweis einer Covid-19-Erkrankung und hatten allesamt ein positives Outcome, sodass man sagen kann, eine endokrine Therapie kann eben mutmaßlich auch sicher durchgeführt werden, selbst wenn der Patient sich mit SARS-CoV-2 infiziert. Und ähnlich sieht es bei einigen Tyrosinkinase-Inhibitoren aus, insbesondere beim Ibrutinib. Ibrutinib ist ja ein Medikament, was in der Hämatologie viel eingesetzt wird, was durchaus auch immunologische Effekte hat, sodass das Sinn macht, dass das möglicherweise gar nicht so schlecht ist bei einer SARS-CoV-2-Infektion. Das ist jetzt eine kleine Fallserie von Patienten mit Morbus Waldenström, die unter Ibrutinib-Therapie waren. 5 Patienten führten die Therapie fort. Das sind die hier in grün eingerahmten Patienten in voller Dosis von Ibrutinib, mussten alle nicht auf die Intensivstation, hatten ein positives Outcome. Und der eine Patient in Rot, der hatte nur zu Beginn eine deutlich reduzierte Dosis, der verschlechterte sich dann. Die Dosis, also Ibrutinib, wurde instantan beendet, musste auf Intensivstation aufgenommen werden, Oxygenierung brach ein und die Kollegen begannen dann wieder in voller Dosis diesmal das Ibrutinib, also mit den 420 Milligramm zu starten und darunter verbesserte sich der Patient. Das ist natürlich jetzt ein Einzelfallbericht bzw. eine kleine Fallserie, aber da das Ganze durchaus biologisch auch Sinn macht, dass Ibrutinib möglicherweise sogar eher förderlich ist, kann man sagen, dass eben auch beispielsweise eine Therapie mit Ibrutinib und ähnliches gilt, zum Beispiel auch für das Ruxolitinib, durchaus fortgeführt werden kann und sollte bei Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion. Also im Regelfall bei vorliegender Infektion würden wir die Therapie pausieren, aber es gibt durchaus einige Ausnahmefälle, wo es sinnvoll sein kann, die Tumortherapie trotzdem fortzuführen. Eine ganz spezielle Herausforderung bei unseren immunsupprimierten Patienten ist das prolongierte Shedding von SARS-CoV-2. Mittlerweile gibt es viele Fallberichte, die zeigen, dass Patienten mit einer immunsuppressiven Erkrankung, einer immunsuppressiven Therapie, was ja insbesondere unsere Tumorpatienten sind, teilweise sehr, sehr lang Virus ausscheiden können. Und zwar nicht nur PCR-positiv sind, wo man sich ja immer fragt, ist das dann tatsächlich auch positiv, also klinisch relevant positiv für den Patienten, sondern wo die Kollegen tatsächlich auch Wochen nach Erstinfektion replikationsfähiges Virus isolieren konnten, also wirklich nachweisen, dass der Patient weiter infektiös ist. Und das waren eben insbesondere Patienten, die deutlich immunsupprimiert waren. Hier auf der linken Seite das Beispiel eines CLL-Patienten. Auf der rechten Seite ist es ein rheumatologischer Patient, der aufgrund seiner Therapie schwerst immunsupprimiert war und der im Endeffekt sogar trotz zwischenzeitlich immer wieder negativer PCR schlussendlich an einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist. Das heißt, auch wenn man sich bei immunsupprimierten Patienten schon in Sicherheit wiegt, weil der CT-Wert runtergeht, die Viruslast runtergeht, können diese Patienten eben doch durchaus Rezidive erleiden, die dann auch klinisch relevant sind. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss bei unseren onkologischen Patienten. Ja, wie schaut das aus mit Therapieoptionen bei Covid-19? Was haben wir da zur Verfügung? Das Ganze möchte ich hier nur ganz kurz anreißen, denn viele Sachen unterscheiden sich jetzt auch gar nicht von den Nicht-Tumorpatienten. Grundsätzlich wissen wir, dass gerade eine schwere Covid-19-Erkrankung in verschiedenen Phasen verläuft, dass wir gerade zu Beginn eher die Virusreplikation im Vordergrund stehen haben, während dann in der fortgeschrittenen schweren Erkrankung gerade das Immunsystem eine ganz wesentliche Rolle spielt mit einer Hyperinflammation. Und gerade zum letztgenannten Zeitpunkt Therapien eine Rolle spielen, die das Immunsystem wieder bremsen. Gerade Schlagwort das Dexamethason. Das heißt, wir haben unterschiedliche Therapiestrategien je nach Phase und Schweregrad der Erkrankung. Die wichtigsten Therapieformen, die auch in Leitlinien, also in unserer AGAO-Leitlinie empfohlen werden, habe ich hier noch einmal kurz zusammengefasst. Erst einmal ganz allgemein, jeden Patienten nach Möglichkeit in Studien behandelt, ist natürlich eine klare Empfehlung. Und ansonsten starten die klaren Empfehlungen tatsächlich erst bei der schweren Erkrankung, also bei Patienten, die hospitalisiert sind und eine Sauerstoffsupplementierung benötigen. Da gibt es eine klare Empfehlung für das Dexamethason. Diese Empfehlung gibt es für das Dexamethason auch bei den Patienten, die intubiert sind. Und bei der schmalen Patientenkohorte, die Sauerstoff brauchen, allerdings noch nicht so viel, dass sie tatsächlich mechanisch beatmet werden müssen, da sehen wir weiterhin auch einen Stellenwert fürs Remdesivir. Das Remdesivir ist ja insgesamt so ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten, nachdem die WHO-Solidarity-Studie dafür jetzt keinen Vorteil gesehen hat. Die WHO selber stellt auch keine Empfehlung mehr fürs Remdesivir aus, also für dieses Virustatikum. Gerade bei Tumorpatienten, die, wie gezeigt, sich aber teilweise schwer tun, Virus wieder loszuwerden, denken wir, dass es schon weiterhin einen Stellenwert gibt fürs Remdesivir und würden das zumindest so mit einer mittelstarken Empfehlung bei dieser speziellen Kohorte mit Sauerstoffbedarf, aber ohne Beatmung durchaus weiterempfehlen. Zusätzlich zu diesen wichtigsten Medikamenten gibt es noch weitere Therapieoptionen, gerade aus dem rheumatologischen Bereich, also die dann Richtung Bremsen des Immunsystems abzielen, die aber typischerweise bei uns sämtlichst off-label sind. Kurz wollte ich noch als Studienoption die Plasmatherapie, beziehungsweise ähnlich verhält es sich dann mit den monoklonalen Antikörpern, darstellen, denn auch diese kommen ja möglicherweise bei Tumorpatienten zum Einsatz. Hier dargestellt sind die Daten von 2 randomisiert kontrollierten Studien zum rekonvaleszenten Plasma in unterschiedlichen Settings. Auf der linken Seite wurde analysiert, wie verhält es sich mit dem Effekt von rekonvaleszentem Plasma bei Patienten mit schwerer Covid-19-Pneumonie. Und hier sieht man, dass im Vergleich zum Placebo die Kurven komplett aufeinander liegen. Das heißt, bei den Patienten, die schwer krank sind, scheint das Plasma, und ähnlich verhält es sich auch mit den monoklonalen Antikörpern, keinen relevanten Vorteil mehr zu bringen. Auf der rechten Seite ist ein anderer Studienansatz. Da wurden Patienten, die ein Risiko für einen schweren Verlauf hatten, und zwar wurde das hier am Alter festgemacht, das waren ältere Covid-19-Patienten, sehr, sehr frühzeitig nach Beginn einer milden Symptomatik entweder mit rekonvaleszentem Plasma oder Placebo behandelt. Und hier sieht man durchaus, dass die Patienten, die Plasma erhalten haben, deutlich seltener eine schwere Erkrankung entwickelten. Und auch Tumorpatienten sind ja Patienten, die ein erhöhtes Risiko mit sich bringen für einen schweren Verlauf. Und hier ist eben möglicherweise auch der frühzeitige Einsatz von Plasma oder monoklonalen Antikörpern sinnvoll. Zur Supportivtherapie wollte ich ganz kurz die Antikoagulation ansprechen, denn wir wissen mittlerweile ja alle, dass die Hyperkoagulabilität bei Covid-19 ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und dass es sinnvoll ist, Patienten zu antikoagulieren. Das ist ja eine Studie, die auf dem letztjährigen ASH, also auf unserem amerikanischen Hämatologenkongress vorgestellt wurde, die nochmal zeigt, dass man eben eine erhöhte Inzidenz von thromboembolischen Komplikationen hat bei Covid-19 und dass eine mindestens prophylaktische Antikoagulation vorteilhaft ist. Wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass Krebspatienten ja generell ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Ereignisse haben, so kann man sagen, dass gerade bei Krebspatienten mit Covid-19 die Antikoagulation eben besonders wichtig ist. Diese Empfehlungen sind jetzt wieder aus unserer AGAO-Leitlinie. Und da würden wir eben sagen, dass sogar beim ambulanten Patienten zumindest darüber nachgedacht werden sollte, wenn er Covid-19 erkrankt ist, ob nicht eine prophylaktische Antikoagulation sinnvoll sein könnte. Auf jeden Fall sollte eine prophylaktische Antikoagulation erfolgen bei hospitalisierten Patienten und die Indikation wird immer stärker, je kränker der Patient ist und dann sollte man möglicherweise eben auch über höhere Dosierungen nachdenken. Ganz kurz möchte ich noch auf die Impfstoffe zu sprechen kommen. Details zu den verschiedenen Studien haben wir ja gerade sehr schön gehört und es geht später ja dann auch nochmal weiter mit den Impfempfehlungen bei immunsupprimierten Patienten, sodass ich nur ein paar ganz wenige Punkte anreißen möchte. Zum einen Empfehlungen zum Impfen von gegen Covid-19 bei Tumorerkrankungen gibt es en masse. Jede Fachgesellschaft, die etwas auf sich hält, hat hierzu ein spezifisches Statement herausgegeben. Wenn man sich die Studiendaten anschaut, muss man allerdings sagen, dass zumindest in den Zulassungsstudien, das sind jetzt hier für die 4 aktuell in Deutschland zugelassenen Impfstoffe, Patienten mit aktiver Tumorerkrankung, zumindest die, die auch tatsächlich dann eine Therapie erhielten, weitgehend ausgeschlossen waren, sodass es sich bei den ganzen Stellungnahmen bisher hauptsächlich eben um Expertenmeinungen handelt, die sich nur relativ schlecht auf eben wirkliche Studien zu Covid-19 berufen können, auch wenn wir mittlerweile erste Daten aus dem echten Leben bekommen, die da vielleicht uns in Zukunft etwas weiterhelfen werden. Geeinigt hat man sich fachgesellschaftsübergreifend, dass es eben eine klare Empfehlung gibt, Tumorpatienten und auch das sie betreuende Personal priorisiert zu impfen. Das ist jetzt hier aus der entsprechenden DGHO-Stellungnahme, dass man eben gesagt hat, naja, es sind ja eindeutig Risikopatienten, die sollten priorisiert geimpft werden. Das spiegelt sich im Endeffekt ja auch in der aktuellen Corona-Impfverordnung wider. Und wenn man dann aber weitergeht, außerhalb der Priorisierung, wie verhält sich das mit Impfung und Tumortherapie, dann gehen die Meinungen zwischen den Fachgesellschaften schon so ein bisschen auseinander. Konsens ist sicherlich, dass die Impfantwort bei immunsupprimierten Patienten vermutlich reduziert ist. Wie gesagt, es gibt jetzt erste Daten aus dem Real-Life-Setting, die das auch bestätigen. Und dass es vermutlich sehr günstig ist, wenn machbar vor Start einer immunsupprimierenden Therapie zu impfen. Nur in der Praxis lässt sich das ja leider oft nicht ganz umsetzen. Was macht man dann, wenn der Patient tatsächlich schon eine Tumortherapie erhält? Hier kann man jetzt unterschiedlich wichten. Möchte ich einen frühestmöglichen Schutz, also sobald ich irgendwie Impfstoffe für meinen Patienten bekommen kann, der möglicherweise dann allerdings keine optimale Impfantwort entwickelt? Oder sage ich eher, wir haben so wenig Impfstoff, wahrscheinlich kann ich ja 2021 meinen Patienten tatsächlich nur einmal impfen oder also mit einer Impfserie impfen. Ich impfe lieber zu einem Zeitpunkt, wo er eine bestmögliche Impfantwort erhält, um eben möglichst viel aus meinem Impfstoff rauszuholen. Und für beide Seiten gibt es sicherlich gute Argumente. Die DGAO hat sich eher für eine frühzeitige Impfung positioniert und empfiehlt eben in ihrer Stellungnahme die Impfung auch bei Patienten vor, unter oder nach einer Tumortherapie, und zwar egal welche, also sei es eine Chemotherapie, gezielte Therapie oder auch eine Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren. Als einzige Patientengruppe, die hier so ein bisschen rausgegriffen wird, sind die stammzelltransplantierten Patienten und die Patienten mit B-Zelldepletion, wo man sagt, wahrscheinlich ist der Schutz direkt nach Therapieende doch relativ gering, sodass es sinnvoll ist, zumindest darüber nachzudenken, etwas zu warten. Zeitraum, der da genannt wird, sind so 3 bis sogar 6 Monate. Und damit fasse ich zusammen, Tumorpatienten haben leider ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Aber wir konnten erleben im letzten Jahr, dass Tumortherapien eben auch zu Pandemiezeiten sicher durchgeführt werden können. Und da wir wissen, dass eine unkontrollierte Krebserkrankung ein schwerer Risikofaktor ist, sagen wir, das Erzielen einer bestmöglichen Remission der Krebserkrankung hat absolute Priorität. Liegt tatsächlich eine SARS-CoV-2-Infektion fort, muss man individuell abwägen, ob man fortführt oder nicht, also ob man die Krebstherapie unterbricht. Im Regelfall würde man bei den meisten Formen der Tumortherapie nach Möglichkeit pausieren, aber es gibt, wie gesagt, einige Ausnahmen, die man fortführen kann und soll. Es stehen zum Glück mittlerweile einige gezielte Therapien bei einer Covid-19-Erkrankung zur Verfügung. Und gerade bei Tumorpatienten ist eben die prophylaktische Antikoagulation hier besonders wichtig. Die Impfung gegen Covid-19 wird auch oder priorisiert auch bei Tumorpatienten empfohlen und kann eben auch unter Therapie durchgeführt werden. Und damit wäre ich am Ende von meinem Vortrag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Gießen, für diese sehr schöne Übersicht. Leider ermöglicht das Format nicht, dass wir Fragen stellen können, weil das Format so vorsieht, dass wir dann in der Diskussion hintendran Ihre Daten und Anregungen mit aufgreifen werden. Ich möchte jetzt überleiten zu dem Thema Impfung bei immunsupprimierten Patienten. Professor Kasper ist geschäftsführender oder leitender Oberarzt der Universitätsklinik für Onkologie und Hämatologie und leitet dort auch das allogene Transplantationsprogramm und wird uns über die Impfungen bei diesen immunsupprimierten Patienten berichten. Nicht nur bei allogentransplantierten, sondern auch bei organtransplantierten Patienten. Es besteht ja eine große Unsicherheit, wie wir bei gerade dieser Patientengruppe verfahren sollen. Ein neues Immunsystem wird bei der Allogentransplantation antransplantiert. Wann ist es überhaupt zu erwarten, dass eine Impfreaktion kommt? Wann soll geimpft werden? Und alle diese Fragen, gerade wenn wir auch an Therapien denken, die das Immunsystem unterdrücken sollen, alle diese Fragen wird Professor Kasper hier beantworten und ich übergebe an Professor Kasper. Ja, vielen Dank für die Einführung und ich werde nicht alle Antworten haben auf die Fragen, aber ich werde versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen. Was verstehen wir unter immunsupprimierten Patienten? Und da haben wir natürlich erhebliche Überschneidungen auch zu dem vorausgehenden Vortrag. Kurzzeitig immunsupprimiert sind Patienten unter Chemotherapie bei soliden Tumoren oder auch bei hämatologischen Neoplasien. Langzeitimmunsupprimiert sind eine ganze Reihe Menschen, zum Beispiel auch mit rheumatologischen oder anderen Immunerkrankungen, hämatologischen Neoplasien, unter Dauertherapien oder B-Lymphozyten-Antikörpern, autolog transplantierte Menschen, Patienten mit schwerer aplastischer Anämie, unter immunsuppressiver Therapie, organtransplantierte Patienten und natürlich auch nicht zuletzt die allogenen Blutstammzelltransplantierten Patienten, vor allen Dingen in den ersten Jahren nach allogener Transplantation. Diese Patienten haben eine hohe Mortalität, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert werden. Die allogen transplantierten Patienten genauso wie die autolog transplantierten als auch Patienten zum Beispiel mit chronisch-lymphatischer Leukämie weisen Mortalitätsraten zwischen 30% und 40% auf und sind damit nur etwas oder sind damit noch über den Patienten mit bei Zustand nach Organtransplantation mit 20% bis 30% anzusiedeln. Nun haben wir eben schon gehört, all diese Menschen gehören zu der Gruppe, Gott sei Dank, der Schutzimpfung mit hoher Priorität, so wie das festgelegt ist, und sie werden jetzt zunehmend geimpft. Und eine der ganz häufigen Fragen ist natürlich, mit welchem Impfstoff soll ich mich impfen lassen? Und man kann zu diesem Zeitpunkt keine eindeutige Antwort geben. Sicherlich ist jede Impfung besser als keine Impfung. Die Fachgesellschaften sind sich teilweise noch sehr unsicher, empfehlen teilweise mRNA-Impfstoffe eher noch als die virusvektorbasierten Impfstoffe, aber das ist letztlich auch mehr der Unkenntnis geschuldet als tatsächlich irgendwelchen Daten. Überlegungen auch nach Organtransplantation bei virusbasierten Impfstoffen sind zum Beispiel, dass es zu HLA-Antikörperinduktion kommen könnte und damit Probleme mit der Transplantatabstoßung auftreten könnten. Dafür gibt es aber keine Daten. Wir sehen auch, dass adenovirale Vektoren möglicherweise in Geweben persistieren können und was sie dann dort tun und was sie dort auslösen, wissen wir einfach nicht. Ein anderes Thema, was auch viele bewegt, sind die Immuncheckpoint-Inhibitoren. Die Therapie mit diesen Substanzen führt zu einer Aktivierung des Immunsystems. Und natürlich ist dann die Frage, wenn das Immunsystem aktiviert ist, habe ich da vielleicht mehr Nebenwirkungen der Impfung. Man kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass die kurzfristigen Effekte, wie hier dargestellt, bei den Immuncheckpoint-Inhibitor behandelten Patienten nicht häufiger sind als solchen Patienten, die eben solche Substanzen nicht bekommen. Was man allerdings nach Impfung von Tumorpatienten oder auch immunsupprimierten Patienten berücksichtigen muss, sind zum Beispiel Phänomene, an die man vielleicht nicht auf den ersten Blick denkt, zum Beispiel das Anwachsen, das Auftreten von Lymphknoten auf der Seite der Impfung könnte bei Patienten mit Lymphomen dazu führen, dass man denkt, hier könnte ein Progress vorliegen. Dabei ist es einfach nur die Impfreaktion. Wir sehen auch Recall-Phänomene nach Bestrahlung hier im Bild dargestellt, die eben dann tatsächlich durch die Impfung ausgelöst werden können, aber sonst keine weiteren wesentlichen Langzeitfolgen haben. Nun, wie impfen wir? Wir haben eben schon im vorausgehenden Vortrag einiges dazu gehört, wann Patienten unter Chemotherapie mit soliden Tumoren geimpft werden können. Bei den Patienten, die unter einer Checkpoint- und Chemotherapie stehen, sollte man möglichst, wenn die Option besteht, bis 3 Wochen vor der Therapie oder vor dem nächsten Therapiekurs impfen. Das gilt, denke ich, auch für alle anderen Therapien, dass man nicht in die Leukopenie, Thrombopenie hineinimpft. Bei Patienten mit hämatologischen Neoplasien unter intensiver Chemotherapie sollte man auch die Erholungsphase der Neutrophilen abwarten. Patienten mit Knochenmarkversagen ohne Aussicht auf rasche Besserung sollten immer geimpft werden. Patienten unter Dauertherapien auch ebenfalls immer, wenn der Impfstoff verfügbar wird. Patienten mit anti-B-Zell gerichteter Therapie, wenn möglich, 3 bis 4 Wochen bevor Beginn einer solchen Therapie oder wenn die Therapie abgeschlossen ist, ab 6 Monate danach. Und bei den Organen oder den autolog und allogen transplantierten Patienten gilt eigentlich ein Mindestabstand von 3 Monaten nach Durchführung der Therapie. Beziehungsweise bei KT-Zelltherapien kann man auch überlegen, ob man zum Beispiel 3 Wochen vorher schon die Impfung abgeschlossen hat, wenn man die Wahl hat. Und das ist ja in der Regel eine Maßnahme, die länger vorbereitet wird. Bei Autoimmunerkrankungen sind die Empfehlungen deutlich nochmal differenzierter. Wenn möglich, sollte man bei kontrollierter Immunerkrankung impfen. Man sollte überlegen, welche Immunsuppressiva man gibt, da komme ich gleich nochmal zu. Man sollte versuchen, die Immunsuppression so weit wie möglich herunterzufahren, zum Beispiel das hochdosierte Corticosteroide unter 10 Milligramm pro Tag zu reduzieren. Man sollte gucken, wenn man Methotrexat regelmäßig gibt, dass man mindestens 1 Woche Abstand zur Methotrexatgabe vorher und nachher einhält. Bei biologischen Disease-Modifiern kann man auch mit Abstand impfen. Rituximab ist so ähnlich wie bei der CLL zu handhaben, 4 Wochen vor der Therapie oder ab 6 Monate danach. Und wenn Patienten mit Autoimmunerkrankungen vermehrt allergische oder für allergische Reaktionen prädestiniert sind, wie zum Beispiel beim SLE, dann sollte man auch diese Patienten nach der Impfung länger nachbeobachten. Was wir auch gelernt haben, das ist eben auch schon mal angeklungen, auch wenn man impft, nicht jeder Patient, vor allen Dingen die Patienten mit Autoimmunerkrankungen und die transplantierten Patienten haben nicht unbedingt eine nachweisbare Antikörperproduktion gegen das Spike-Protein. Das sehen wir auch bei Patienten mit der CLL, hier auf der linken Seite abgebildet, die CLL-Patienten, die eine deutlich geringere Antwort haben auf die Impfung als das Vergleichskollektiv. Wir sehen auch, dass die Antikörperantwort abhängig ist vom Behandlungsstatus. Unbehandelte Patienten haben eine etwas reduzierte, aber doch noch beträchtliche Antikörperantwort. Patienten ohne Therapie, mit Therapie deutlich niedriger, nach Therapie in Remission besser. Und solche, die im Rezidiv sind, haben auch wieder eine schlechtere Antikörperantwort. Auch bei anderen Immunerkrankungen, Lymphomen, multiplen Myelomen, muss man mit einer geringeren Immunantwort rechnen. Und das Gleiche gilt auch für die Immunantwort bei Organempfängern. Da hat man inzwischen erste Daten, wo man sieht, dass solche Patienten, die eine Immunsuppression mit Antimetaboliten bekommen, eben eine geringere Antwort haben. Das heißt auch, dass man diesen Patienten allgemein raten sollte, kein unbedachtes Weglassen der AHA-Regeln. Die Impfstrategien sollten die Antikörpertiter mit in Betracht ziehen, und wir werden sicherlich in näherer Zukunft auch lernen, ob wir diese Patienten zum Beispiel ein drittes Mal impfen, vielleicht auch mit einem anderen Impfstoff und den Impfstoff wechseln. Nun sind die Antikörper sicherlich nicht alles. Es gibt natürlich auch die zelluläre Immunantwort, sodass man die Patienten dahingehend auch trösten kann, dass sie nicht wirklich ohne Schutz sind oder Schutz sein müssen, wenn sie keine Antikörperproduktion haben. Aber auch das ist ein Punkt, den wir erst langsam lernen. Ganz wichtig deshalb auch, und das setzt auch die Impfverordnung fest, dass Patienten im engen Umfeld mit den Menschen, mit nach Organtransplantation, die zusammenleben, eben auch geimpft werden, um sie zu schützen. Und damit fasse ich zusammen, wie gehen wir vor? Wir sollten auf alle Fälle impfen. Wir sollten möglichst zum richtigen Zeitpunkt impfen. Der Impfstoff ist immer noch begrenzt. Wir sollten ihn nicht verschwenden. Wir sollten den Impferfolg messen. Wir brauchen weitere Tests, zum Beispiel um die T-Zellantwort zu messen. Wir müssen unbedingt Daten sammeln, weil bisher wird zwar Gott sei Dank geimpft, aber es wird sehr heterogen, mal hier, mal da, mal dort geimpft. Man weiß gar nicht, wann werden die Patienten eigentlich geimpft, wann sollen wir dann messen. Wir müssen also Daten sammeln. Wir sollten uns sicherlich nicht allein auf die Impfung verlassen. Das Cocooning der Risikogruppen, die AHA-Regeln weiter beachten. Wir sollten die engen Kontaktpersonen mitimpfen, und wir werden sicherlich in der Zukunft immer wieder impfen müssen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kasper, zu diesen klaren Worten, zu dem klaren Statement. Ich darf als nächstes Professor Carsten Witt ankündigen, den Direktor unserer Universitätsklinik für Neurologie aus unserer medizinischen Fakultät hier in Oldenburg, dass das Virus auch die neuralen Strukturen angreift, wussten wir schon lange, aber ein besonderer Aspekt ist ja jetzt auch nochmal dazugekommen mit den Problemen der Sinusvenenthrombosen, und ich bin gespannt, was Sie uns so Neues und Weiteres und Definitives sagen können. Herr Carsten, bitte, Witt. Vielen Dank, Herr Lasowitsch, vielen Dank für die einleitenden Worte. Meine Aufgabe ist es, über die Neurologie und Covid zu referieren. Das habe ich in zwei unterschiedliche Themenblöcke gegliedert. Zum einen über Covid und Neurologie, was das Virus mit dem Gehirn macht. Und letzten Endes möchte ich auch nochmal speziell auf die neurologische Notfallversorgung unter dieser besonderen Bedingung berichten und dieses erläutern. Die Erkrankung ist in Bezug auf die neurologischen Komplikationen, auf schwere neurologische Komplikationen, Gott sei Dank sehr selten. Es gibt Enzephalitiden, die berichtet worden sind, die im Zusammenhang stehen. Aber allerdings musste erst eine ganz neue Metrik geschafft werden, dass man wirklich sagt, dies ist eine neurologische Erkrankung, die sicher auf eine Covid-Erkrankung zurückzuführen ist, oder ob es nur eine wahrscheinliche oder eine mögliche ist. Sicherlich im Vordergrund auch zahlenmäßig ist der Schlaganfall. Eben hatten wir schon die Hyperkoagulabilität in Bezug auf die Tumorerkrankung und die damit notwendige Antikoagulation wurde eben schon berichtet. Es ist seit langem klar, dass die Hyperkoagulabilität auch mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko einhergeht und hier insbesondere jüngere Menschen von betroffen sind. Schaut man sich insgesamt die neurologischen Störungen an, so kann man sie zeitlich fassen in ein Intervall, in dem eben auch die virale Aktivität hoch ist, wo eben typische Erkältungssymptome auftreten, wo auch eine Enzephalitis myelitis, eine akut demyelisierendes Ereignis sich am zentralen Nervensystem manifestieren kann, oder eben auch ein Guillain-Barré-Syndrom oder Schlaganfälle bezogen als weitere Folge der Covid-Erkrankung auftreten können. Diese als direkte virale Infektion, als parainfektiöser, postinfektiöser oder vaskulärer Mechanismus. Eine ganz neue Konfrontation sehen wir mit dem Post-Covid-Syndrom, welches zwischen 10 und 70% der Patienten betrifft und damit eine große Spanne an Symptomen bietet. Diese sicherlich auch mit neuroendokrin, neuroimmunologisch oder direkt viral vermittelt worden ist. Diese letzte virale Vermittlung, die kennen wir seit dem letzten Jahr. Das sind Daten aus Hamburg, bei der eine Fallserie von 53 Patienten auch mit neuropathologisch aufgearbeitet worden sind. Und man sieht, dass bei 53% der Patienten der Virusnachweis auch im neuralen Gewebe zu vollziehen ist. Dieses entweder mittels PCR oder eben auch Immunhistochemie. Eine neuere Arbeit beleuchtet nochmal die Verteilung des Nervengewebesbefalls. Das ist natürlich ganz überwiegend die Mucosa, letzten Endes auch der Riechkolben mit dem uns bekannten Phänomen der Riechstörung im Rahmen der Infektion, aber eben auch eine Transmission von hier aus Richtung Hirnnerven. Man hat Virenanteile im Trigeminus zum Beispiel gefunden, aber auch im Hirnstamm, der sicherlich ganz besondere Bedeutung dahingehend findet, dass hier auch eben respiratorische Regulationsmechanismen vonstatten gehen, die ein additiver Effekt zu der Lungenproblematik bei dieser Erkrankung durchaus anzusehen ist. Aber auch in anderen Hirnarealen, letzten Endes dem Cerebellum, werden solche PCR-detektierbare Anteile der Covid-Viren gefunden. Und ein interessanter Befund, dass insbesondere bei der frühen Infektionsmanifestation hier dieses nachgewiesen werden konnte. Auch in dieser Studie zeigt sich in etwa der Hälfte der Fälle Patienten, die eine Problematik haben im Sinne eines Nachweises der Viren im ZNS. Wechsle ich aber jetzt nochmal weiter auf die Versorgungsstrukturen und gehe einmal von dem Makrokosmos zum Mikrokosmos hin. Dann möchte ich als erstes Daten aus den USA zeigen. Dieses hier sind Untersuchungen aus dem sogenannten Rapid-CT. Das ist eine CT-Bildgebung, die bei der Diagnostik des Schlaganfalls benutzt wird und die einen zentralen Datenauswertungsmechanismus bedient, sodass die Hersteller und Bediener vom Rapid sehr gut sehen können, wie häufig eine CT-Untersuchung im Rahmen eines Schlaganfalls durchgeführt worden sind. Und man sieht hier in einem Zeitraum von dem Juli 19 eine langsame Steigerung bis zum Februar 20. Das ist der Situation geschuldet, dass immer mehr Kliniken diesem Anbieter nachkommen und diesen Service der CT-Auswertung nutzen. Und man sieht hier mal die Meilensteine. First reported COVID case in the USA, aber dann auch letzten Endes der erste Tote oder auch die nationalen Notstand, der ausgerufen worden ist mit dem Lockdown. Und hier sieht man einen dramatischen Fall von über 40% in der Abnahme der Schlaganfall-CTs. Und sicherlich ist Covid nicht neuroprotektiv in Bezug oder Schlaganfallprotektiv, ganz im Gegenteil, sondern das ist eben Ausdruck der veränderten Schlaganfallversorgung in den USA im Rahmen der Pandemie und dessen Ausbruch. Wie sind denn die Daten in Deutschland? Die sehen nicht so dramatisch aus, aber doch ganz ähnlich. Das ist hier eine Zusammenfassung von über 1400 Krankenhäusern und deren Schlaganfallpatienten, wo man auf der einen Seite hier unten in der Metrik sieht, dass das immer über etwa den halben Monat die Schlaganfallpatienten gezählt worden sind. In diesem Bild hier sind Patienten mit transienter ischämischer Attacke aufgezeichnet. Das ist das Referenzjahr 2019, das Referenzjahr 2020 sehen Sie rechts daneben. Und mit der Zunahme von Covid-Patienten, die zur stationären Behandlung gekommen sind, hier die rote Kurve, sieht man eine deutliche Abnahme von TIA-Patienten um etwa 23% der Fälle. Das geht natürlich den Neurologen an die Nieren und ans Herz, weil wir wissen, dass diese Patienten ein hohes Risiko haben, einen Schlaganfall, einen manifesten Schlaganfall zu erleiden. Und deswegen sind uns natürlich die Patienten, die uns hier in der weiteren Abklärung der Diagnostik durch die Lappen gegangen sind, besonders wichtig. Ein Effekt, der sich sicherlich als Summation zeigt, auch dass viele Patienten Bedenken hatten, im Krankenhaus zu liegen, wo eben auch die Zahl der Covid-Fälle deutlich zugenommen hat. Jetzt gucken wir uns die deutschen Daten einmal für den Schlaganfall an, hier wieder im Jahresvergleich 19 gegen 20. Was hier noch eingezeichnet ist, sind die Therapien, die intravenöse Lysetherapie hier in gepunkteten Linie oder eben die interventionelle Therapie im Sinne der Thrombektomie. Und da sieht man Gott sei Dank oder erfreulicherweise, dass diese Thrombektomie als auch die IV-Lysetherapie konstant geblieben ist über die Zeit, in der eben auch die Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt worden sind. Während man aber insgesamt doch einen deutlichen Abfall von der Schlaganfallaufkommen sieht, mit 17% weniger Schlaganfälle, 16% weniger Hirnblutung. Also, wie gesagt, intravenöse Lysetherapie und interventionelle Thrombektomie bleiben gleich oder haben hier sogar leicht zugenommen. Die In-Hospital-Sterblichkeit hat etwa um 1,5% nach dieser Studie zugenommen. Jetzt zoomen wir von der USA über den deutschen Raum noch einmal nach Oldenburg in unserer Klinik und hier sehen wir die Zahlen für den ischämischen Schlaganfall und die transitorische ischämische Attacke von 2019 und 2020 und sehen hier an den Meilenstein erster Covid-Bericht, erster Todesfall in Deutschland und eben auch den Lockdown ein allenfalls marginal geringeres Aufkommen von Schlaganfallpatienten. Das hat uns also nicht so hart getroffen wie die in der deutschlandweiten Studie dargestellt. Das Gleiche gilt eben auch für die Lysebehandlung und die Thrombektomien, die konstant geblieben sind über die Zeit und damit die Versorgung der Patienten mit einem Schlaganfall weitestgehend gleich geblieben ist. Ich möchte aber auf ein anderes Krankheitsbild noch einmal kurz fokussieren am Ende und das sind die Patienten, die mit einem schweren Parkinson in die Klinik kommen, oftmals mit elektiven Terminen. Das sind Patienten eben mit schweren Parkinson, sprich G20.3, die eine Eskalationstherapie bekommen für Pumpenbehandlung oder eben regionale Pumpen oder auch Tiefenhirnstimulation. Und da sehen Sie den deutlichen Abfall doch in der Zeit des Lockdowns, wo das sogar fast zum Erliegen gekommen ist und mit einem langsamen Wiederaufgehen dann der Patientenzahlen. Und das ist eben ein Ausdruck auch, so kann man es mitinterpretieren, der überwiegenden Bedenken der Patienten, in ein Krankenhaus zu kommen, in der eine Covid-Behandlung durchgeführt wird. Diese Bedenken des Ansteckens, die oftmals mir berichtet worden sind. Und wir haben dahingehend unsere Hochschulambulanz eben mit der Indikation Lehre und Forschung ganz klar geöffnet, um auch diese Patienten mit zusätzlich zu versorgen. Mein Hauptanliegen ist es gerade, diese Patientengruppe anzusprechen, eben nicht nur Parkinson, generell von Patienten mit chronischen und schweren Erkrankungen, bei der man auch dann letzten Endes eine Reduktion der ambulanten aktivierenden Therapie wie Physiotherapie, Ergotherapie gesehen hat, was mit einer Zustandsverschlechterung einhergegangen ist. Ich fasse zusammen, die Viruserkrankung selber kann das Gehirn oftmals oder Gott sei Dank nur selten hier im zentralnervösen Bereich schädigen. Wir wissen, dass es ein neurotropes Virus ist, welches eben auch im zentralen Nervensystem nachweisbar ist, dies etwa in 50% der Fälle. Wir sehen in den USA einen deutlichen Einknick in der Schlaganfallversorgung, der sich im deutschen Rahmen hier auch kleiner nachweisen lässt und nahezu nicht bei uns in Oldenburg nachzuvollziehen ist. Und ich weise in meinem Vortrag auf jene chronischen Krankheiten hin, nicht nur im neurologischen Bereich, sondern generell, die eben durch die Bedenken, in ein Krankenhaus zu gehen, vielleicht dann eben nicht eine Weiterbehandlung bekommen haben und die auch letzten Endes im ambulanten Rahmen durch den Lockdown eine schwierigere ambulante Therapiesituation vorgefunden haben. Damit bedanke ich mich bei Ihrer Aufmerksamkeit und bin am Ende meines Vortrages. Vielen Dank, Herr Witt, für diese Informationen eben zu den neurologischen Erkrankungen. Aber die Somatik ist ja nicht alles. Die Psyche spielt sicherlich auch eine Rolle. Über die wird ziemlich wenig berichtet, empfinde ich. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir Professor René Hürlemann aus unserer Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie gewinnen konnten, uns diese Aspekte auch nochmal nahe zu bringen. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier meinen Vortrag halten zu dürfen zu Covid-19 und den psychischen Folgen. Und welche psychischen Folgen haben das Ausbruchsgeschehen und die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes? Das ist eine sehr zentrale und naheliegende Frage, denn soziale Gemeinschaft mit anderen Menschen ist ja fundamental sozusagen für uns, ein fundamentales menschliches Bedürfnis. Und das wird derzeit ganz massiv eingeschränkt. Und wir wissen alle, dass Einsamkeit, Vereinsamung ein wichtiger Risikofaktor ist für psychische, aber auch physische Morbidität und Mortalität. In Großbritannien wurde in den vergangenen Jahren ein Einsamkeitsminister eingerichtet, der sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Aktuell erleben wir kollektiven Stress, zum einen durch die Einschränkungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und auch des Alltags, durch den deutschen Lockdown-Light, durch Quarantänemaßnahmen, aber eben auch Hygieneregeln, dazu zählt das Social Distancing, aber dann insbesondere auch die Masken, die wir alle tragen, die ja die soziale Mimik verhüllen. Und die soziale Mimik ist ja ein ganz wichtiger Transporteur für unsere emotionalen Befindlichkeiten an andere Menschen. Und genau das funktioniert in dieser Zeit alles nicht mehr so gut. Sie können sich vorstellen, dass das insbesondere auch in der Psychiatrie eine ganz große Rolle spielt. Dann Angst vor Ansteckung, vor Tod, vor Impfkomplikationen. Herr Hambrecht hat es berichtet. Das belastet die Menschen, auch Besorgnis um Angehörige und natürlich Trauer, wenn jemand ein Familienmitglied im Rahmen dieser Pandemie verloren hat. Und was zunehmend jetzt in der späteren Phase der Pandemie eine Rolle spielt, ist die wirtschaftliche Rezession, also die Existenzbedrohung, vor der viele Menschen stehen. Die sozialen Restriktionen, die wir in der Pandemie getroffen haben, sind ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es natürlich ein protektiver Faktor bezüglich Ansteckungswahrscheinlichkeit und auch Covid-19-assoziierter Mortalität, aber andererseits wiederum auch ein erheblicher Risikofaktor für psychische Folgen. Nun, die WHO hat im Oktober vergangenen Jahres eine Umfrage gemacht, und tatsächlich haben 83% von 130 befragten Nationen psychische Gesundheit in ihre Pandemie-Reaktionspläne aufgenommen. Allerdings haben dann tatsächlich nur 17% die dafür notwendigen Gelder zur Verfügung gestellt. Nun, was wissen wir aus früheren Krisen? Wir wissen, dass während und noch Jahre nach Quarantänemaßnahmen erhöhte Depressivität, Ängstlichkeit, Wut und posttraumatische Belastung messbar sind. In Epidemien, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, aber auch bei Kriegen und Flucht steigt die Inzidenz psychischer Erkrankungen zum Teil dramatisch. Und es gibt natürlich auch hier besonders vulnerable Gruppen. Gesundheitsfachpersonal ist hier zu nennen, aber auch die Opfer wirtschaftlicher Rezession. Und konsekutiv belegen eben auch die aktuellen Covid-19-Studien, die so die erste und zweite Welle betreffen, auch eine erhöhte psychische Belastung. Zum einen in der Allgemeinbevölkerung, parallel zum Ausbruchsgeschehen, das ist hier sehr schön abgebildet. Also parallel sozusagen verhält sich zum Ausbruchsgeschehen die Ängstlichkeit in der Bevölkerung und auch die Besorgnis. Und zum anderen finden wir bei spezifischen Bevölkerungsgruppen wie Gesundheitsfachpersonal, psychisch Erkrankten, aber eben natürlich auch Covid-19-Infizierten und Long-Covid-Erkrankungen ganz massive psychische Belastungen. Gucken wir zunächst nochmal auf die Allgemeinbevölkerung. Die Studien, die bisher veröffentlicht wurden und die natürlich primär auf die erste Welle sich kapriziert haben, registrierten die stärkste psychische Belastung zu Lockdown-Beginn. Die Hypothese, die sich aus diesen Studien ableitet, ist, dass viele Menschen sich im Pandemieverlauf doch an die veränderten Lebensumstände ganz gut haben adaptieren können. Aber gleichzeitig wird deutlich, dass bestimmte Gruppen in erheblicher Weise vulnerabel sind und dass zusätzliche zukünftige Lockdown-Maßnahmen eben genau für diese Gruppen individuelle Unterstützungsangebote erforderlich machen. Das ist hier gezeigt. Sie sehen das für Frauen insbesondere im jüngeren Alter, bei niedrigem oder mittlerem Bildungsniveau und alleinlebend. Das sind Risikofaktoren für eine erhöhte psychische Belastung, insbesondere mit depressiven Symptomen. Es gibt inzwischen auch eine Meta-Analyse, die 19 Studien untersucht hat mit insgesamt fast 100.000 Probanden aus 8 verschiedenen Ländern. Und die findet eine hohe Prävalenz seelischer Belastung in der Allgemeinbevölkerung, vor allen Dingen durch ängstliche und depressive Symptome, aber auch akute und posttraumatische Stresssymptome. Und das Tolle an dieser Arbeit ist, dass verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren ausgearbeitet werden konnten. Zum einen weibliches Geschlecht, ein wichtiger Risikofaktor, dann jüngeres Lebensalter unter 40 Jahren. Häufig hat man angenommen, dass insbesondere ältere Menschen betroffen sind. Es zeigt sich, dass aber die jüngeren Jahrgänge ganz besonders unter der Pandemie leiden. Dann alleinlebende, alleinerziehende Menschen, Menschen mit chronischen physischen und psychischen Erkrankungen, Menschen, die erwerbslos sind, in Armut leben oder niedriges Bildungsniveau haben und auch Menschen, die besonders belastenden Medienkonsum pflegen bezüglich Covid-19, insbesondere in den sozialen Medien. Es gibt aber auch Schutzfaktoren. Vermittlung von Expertenwissen zu Covid-19 gehört dazu. Dann die vertrauensvolle therapeutische Bindung, die Allianz zwischen Therapeut und Patient. Das Einhalten von Schutzmaßnahmen, das Aufrechterhalten des sozialen Kontaktes, die Integration von körperlicher Aktivität, aber auch von Ruhephasen und bestimmte resiliente Persönlichkeitsmerkmale. Was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel ein positives Selbstbild oder optimistische Bewältigungsstrategien. Eine Krise lässt sich ja auch als Chance verstehen und ein sicherer Bindungsstil zu den Angehörigen. Gucken wir auf die besonders vulnerablen Personengruppen. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere schwangere Frauen an ängstlich-depressiven, dissoziativen und auch posttraumatischen Symptomen in der Pandemie leiden, viel stärker als vorher. Wir finden bedingt durch den Lockdown vermehrt psychisch und physisch traumatisierende häusliche Gewalt, was dazu geführt hat, dass spezielle Schutzmaßnahmen für Frauen und Kinder gefordert wurden. Und es gibt auch eine deutschlandweite Studie, die COPSI-Studie, die gefunden hat, dass Kinder und Jugendliche besonders belastet sind. Die berichten eine reduzierte Lebensqualität in 40% der Fälle, Gereiztheit in über der Hälfte der Fälle sowie diverse psychosomatische Beschwerden. Also eine besonders belastete Gruppe. Gucken wir auf die psychisch Vorerkrankten, dann sehen wir, dass besonders Patienten, pflegebedürftige Patienten mit Demenzvorerkrankungen, aber auch Patienten mit Schizophrenie, Spektrumstörungen ein erhöhtes Infektions- und auch Sterberisiko haben. Bei Patienten mit Schizophrenie ist das um den Faktor 3 erhöht. Deswegen haben die Fachgesellschaften und die Patientenverbände auch gefordert, dass Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen impfpriorisiert werden in Gruppe 2. Das ist ja auch passiert. Und dass solche Patienten möglichst in den psychiatrischen Impfungen geimpft werden sollen. Nun, mögliche Gründe, darüber kann man spekulieren. Es mag genetische, auch immunologische Gründe haben. Solche Patienten finden sich natürlich häufig auch institutionalisiert in Heimen, in Kliniken, in den USA auch in Gefängnissen. Sie haben prekäre Lebensverhältnisse. Sie neigen dazu, eher psychiatrische Einrichtungen etwas weniger in Anspruch zu nehmen. Oder es ist bei ihnen eine störungsbedingte Selbstvernachlässigung zu konstatieren. Weitere Probleme sind, dass bedingt durch die quarantänebedingten Abnahmen verfügbarer Betten wir gleichzeitig uns einen verstärkten Aufnahmedruck entgegengesehen haben, den wir nur schwer bewältigen konnten. Das ist auch etwas, was wir hier in Oldenburg bemerken konnten. Darüber hinaus gab es auch eine vorübergehende Einstellung ambulanter psychiatrischer Angebote. Also Werk- und Tagesstätten haben zwischenzeitlich ihre Pforten geschlossen. Wenn wir in Richtung seelischer Belastung schauen, dann gibt es eine Studie der Charité Universitätsmedizin durchgeführt an ambulanten Patienten und immerhin 60% zeigten sich psychisch durch die erste Welle stark belastet. Infektionsängste, Stress durch die Schutzmaßnahmen standen im Vordergrund. Meistens genügte es, wenn man hier ambulant Krisen interveniert hat. In nur wenigen Fällen war es erforderlich, stationär aufzunehmen. Interessant ist, dass Angsterkranke besonders stark betroffen waren, Schizophreniekranke hingegen psychisch eher ein bisschen weniger, weil sie weniger Stress durch Umweltlärm oder auch belastende Anfragen seitens Ämtern und so weiter erfahren haben. In der Studie konnte, anders als zum Beispiel in Studien, die in Italien, China, USA oder Tunesien durchgeführt wurden, keine Exazerbation vorbestehender posttraumatischer Symptome festgestellt werden. Die Autoren ziehen verschiedene Schlüsse, unter anderem psychisch Erkrankte seien bei erneuten solchen gesetzlichen Kontaktbeschränkungen besonders zu berücksichtigen, indem also soziale therapeutische Angebote aufrechterhalten, ermöglicht werden, also Spaziergänge, Gruppenangebote im Freien, sportliche Aktivitäten und so weiter. Und was ganz wichtig ist, was wir zum Beispiel auch heute noch in unserer Klinikdirektorenkonferenz besprochen haben, wir müssen schauen, dass wir die psychiatrischen Einrichtungen stärken, insbesondere im ambulanten Bereich. Das sollte auch bei den zukünftigen Krisenplänen berücksichtigt werden. Diese Grafik schlüsselt es nochmal hier für einzelne Erkrankungsgruppen auf, aber das habe ich Ihnen im Prinzip eben schon berichtet. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Entwicklung der Suizidraten weltweit. Während der ersten Welle ist es so gewesen, dass die Suizidraten in 1/3 der beobachteten Länder und Regionen mit Echtzeitdaten signifikant tatsächlich gesunken sind. In Leipzig beispielsweise hat sich in der ersten Welle die Suizidrate halbiert. Aber auch einige stark von Covid-19 betroffene Regionen wiesen reduzierte Suizidraten auf, zum Beispiel Kalifornien oder Ecuador. Das gilt für die erste Welle. Und das Fazit muss sein, dass die Pandemie und die Pandemiefolgen, wie zum Beispiel Arbeitsplatzverlust, finanzielle Einbußen und mehr Stress, kurz- bis mittelfristig zumindest keinen Anstieg der Suizidraten bewirkt haben. Aber das sind vorläufige Daten. Und wenn man sich jetzt neuere Daten anschaut, die die zweite Welle eingeschlossen haben, dann sieht man eine Zunahme, unter anderem in Japan, in Puerto Rico und in Wien zum Beispiel um 30%. Das ist dramatisch. Und das ist allerdings noch nicht in Studien berichtet worden. Beobachtet wird eine Zunahme von Suizidversuchen in Institutionen, in Alten- und Pflegeheimen, aber auch psychiatrischen Kliniken. Ich möchte am Schluss noch kurz eingehen auf Long-Covid, der schwierige Weg zurück ins Leben. Gerade ist nochmal eine Nature-Arbeit dazu erschienen, dass also auch Patienten, die eher jung sind und Corona zu Hause durchgemacht haben, auch 30 Tage noch nach durchgestandener Infektion ein erhöhtes Mortalitätsrisiko haben. Und auch ein erhöhtes Risiko für psychische Morbidität. Das betrifft therapieresistente psychotische Verläufe, schwere depressive und Angststörungen, insbesondere natürlich auch nach maschineller Beatmung. Hypothese, aber das hat ja Herr Witt gerade schon ausgeführt, sind möglicherweise mikrovaskuläre Schäden in der Akutphase der Infektion, die chronisch entzündliche, vielleicht sogar autoimmunologische Prozesse im Gehirn triggern. Es gibt nicht nur negative Dinge zu berichten. Es ist auch so, dass Covid-19 ein Katalysator von Innovation in der Krankenversorgung, in der Psychiatrie gewesen ist. Denken Sie an E-Mental Health, ist im Vormarsch, gerade auch jetzt in der Krise. Es gibt immer mehr GKV-erstattungsfähige Gesundheits-Apps, also digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGA. Also dazu gehören beispielsweise Selbstmanagement-Interventionen, die auf evidenzbasierten Psychotherapietechniken beruhen. Wir haben in der Großzahl der Psychotherapeutenpraxen es hinbekommen, auf Telemedizin umzustellen, müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die Patientenanfragen so in die Höhe geschnellt sind, dass 1/3 der Hilfesuchenden immer noch mehr als 6 Monate vertröstet werden muss. Wir haben viel gelernt über therapeutische Strategien. Es geht vor allen Dingen darum, psychische Dekompensation zu verhindern, indem der ambulante psychiatrische Sektor gestärkt wird. Es geht darum, psychische Stabilität chronisch Erkrankter durch partnerschaftlichen Peer-Support zu erhöhen. Auf US-Intensivstationen haben sich regelrecht feste Arbeitspaare gegenseitiger Unterstützung gebildet. Das ist so ein Peer-Support-System, ähnlich den Battle Buddies in der US-Armee. Auch sowas könnte man sich für unsere besonders belasteten Stationen vorstellen. Und ganz zum Schluss möchte ich hier noch kurz eingehen auf das Angebot der LMU. Die haben ein Tablet- und Smartphone-basiert Krisenhotline, auch für belastete Mitarbeiterinnen gebildet. Das ist hier mal dargestellt. Da können sich Patienten melden, Angehörige melden, aber eben, wie gesagt, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Arbeit werden verschiedene Fälle vorgestellt, hochinteressant. Also auch Menschen, die auf Intensivstationen oder auch in der psychiatrischen Krankenversorgung arbeiten, haben davon profitiert. Mein letzter Slide. Vielleicht ein interessanter Ausblick, wird derzeit untersucht in großen Studien, in JAMA schon hier publiziert. Es gibt Hinweise, dass Psychopharmaka schwere Verläufe von Covid unter Umständen unterbinden können. Hier ist das mal publiziert worden für das Fluvoxamin, was ja nicht nur ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ist, sondern eben auch ein Sigma-1-Rezeptor-Agonist und deswegen möglicherweise Covid-19-Infektionen abschwächen kann. Damit bin ich am Schluss meines Vortrags angelangt und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Hollemann, für diesen ausführlichen Vortrag zu den Problemen psychischer Art, die uns, glaube ich, noch lange begleiten werden. Da kommt ja eine ganze Welle auf uns zu, die es zu bewältigen gibt zum Wohle unserer Patienten. Die meisten oder viele Patienten erkranken an kardialen oder kardiovaskulären Erkrankungen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir uns auch diesem Thema widmen. Wir wissen, dass virale, kardiale Erkrankungen vorkommen. Wir wissen, dass kardial Erkrankte besondere Risiken mit sich tragen. Und deshalb freue ich mich an dieser Stelle, Professor Albrecht Elsässer, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie am Klinikum Oldenburg einzuführen, der uns über den Zusammenhang zwischen kardialen Erkrankungen und Covid berichten wird. Lieber Albrecht, deine Bühne. Ja, Henning, vielen Dank für die einleitenden Worte. Covid und kardiale Erkrankungen. Wir Kardiologen waren zu Beginn der Pandemie eigentlich eher gelassen, weil das Herz kein typisches Zielorgan für Infektionen ist. Aber wir mussten in diesem Gesamtprozess der entsprechenden Covid-Infektion lernen, dass das Herz doch überdurchschnittlich stark mit betroffen ist. Und wir finden in der weltweiten Literatur eine Inzidenz zwischen 7,2 und 20%. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass insbesondere Patienten, bei denen eine chronische Herzerkrankung schon vorhanden ist, dass die stark betroffen sind und dass natürlich entsprechende kardiovaskuläre Risikofaktoren wie der Diabetes mellitus und der Hypertonus ganz entscheidende Prädiktoren bzw. eben Voraussetzungen sind, dass Patienten zusätzlich zu einer Lungenerkrankung an Covid erkranken. Was man sich aber vergegenwärtigen muss, und das ist das, was uns insgesamt auch tatsächlich in unserem Handeln bewegt und auch lenkt, ist, dass die Prognose, sobald wir eine kardiale Schädigung haben im Rahmen eben einer Covid-Infektion, dass hier diese Prognose massiv reduziert wird. Und Sie sehen hier an diesem Beispiel, wir haben eine Reduktion entsprechend hier um 50%. Beschäftigen wir uns nun mit der klinischen Manifestation und wenn wir uns nochmal hier mit SARS-CoV-2 hier entsprechend genauer diesen Infektionsweg betrachten, dann wissen wir mittlerweile, dass gekoppelt an den ACE2-Rezeptor es mittels Endozytose zu einer viralen Invasion kommt. Und dieser Rezeptortyp, der ist besonders stark vorhanden in der Lunge als auch im Herzen. Und damit ist es konsequent, dass eben das Herz ebenfalls mit betroffen ist. Und die Effekte dann dieser viralen Invasion betrifft zum einen den Herzmuskel selber, also die Kardiomyozyten, als auch die Endothelzellen. Und die klinische Manifestation, die ist nicht hochspezifisch. Das sind Krankheitsbilder, die unseren Alltag prägen, aber sie manifestieren sich eben als ein akutes Koronarsyndrom durch eine Plaque-Instabilität und Plaque-Ruptur, Heart Failure, also die Herzinsuffizienz, die akute Herzinsuffizienz steht im Vordergrund. Und gleichzeitig kommt es eben ganz typisch zu einer Entzündung, einer Myokarditis. Das ist ein Krankheitsbild, das mag der Kardiologe nicht, weil wir hier keine spezifische Therapie haben und es kommt natürlich zu einer entsprechenden Myozytenschädigung, einer irreversiblen Schädigung, die zum einen sich in Arrhythmien zeigen kann, aber letztendlich dann auch wiederum in der akuten Herzinsuffizienz mündet. Das Wichtige ist, wir haben als Kardiologen keine spezifische Diagnostik hinsichtlich der kardialen Manifestation. Sie beruht auf EKG, Echokardiographie und die kardialen Marker. Diese kardialen Marker zeigen uns an, entsprechend hier die Schädigung und die irreversible Schädigung der Myozyten. Wenn wir uns nun fragen, was passiert eigentlich zwischen Infektionsbeginn und klinischer Manifestation, dann ist es wichtig, nämlich auch im Verständnis der weiteren Therapie, sich darüber im Klaren zu werden, dass wir hier einen sogenannten Zytokinsturm haben. Und dieser Zytokinsturm, der hat eine massive Beeinflussung direkt auf die Myozyten, nämlich die Myokarditis, aber er führt ebenfalls zu einer Beeinflussung der Endothelzellen, die wir hier oben sehen, und die Konsequenz ist, dass die des mikrovaskulären Gefäße als auch die makrovaskulären Gefäße entsprechend hier beeinflusst bzw. in ihrer Funktion geschädigt werden. Und die Konsequenz ist dann eben, wie hier in diesem Beispiel, das akute Koronarsyndrom. Gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, ist in diesem ganzen Prozess natürlich hier weiter, auch die Arrhythmien können dadurch bedingt sein. Und im Endeffekt ist die akute Herzinsuffizienz eher unspezifisch und fast oder stellt eine Summation von unterschiedlichen klinischen Manifestationen dar. Wie schon gesagt, der ACE2-Rezeptor spielt ja eine zentrale Rolle und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir nicht in etwa zunächst eine pulmonale Phase haben und im Intervall kommt es dann zu einer kardialen Mitbeteiligung, sondern umgekehrt können wir genauso Patienten entsprechend eruieren, bei denen es zunächst, die sich bei uns zunächst dargestellt haben als akutes Koronarsyndrom und in deren weiterer Diagnostik dann entsprechend hier die Infektion detektiert werden konnte. Soll heißen, die klinische Präsentation erwartet oder beziehungsweise bedingt, dass wir daran denken und uns entsprechend hier dann auch verhalten. Gleichzeitig müssen wir eben sagen, dass das geschehen ist. Hier die Schädigung durch unterschiedliche Faktoren. Ich bin drauf eingegangen, ACE2 über die Hypoxie, nämlich die mikrovaskuläre Störung, gleichzeitig die makrovaskuläre Thrombosis, die Aktivierung der Gerinnung und die systemische Inflammation. Und der Prozess ist verhältnismäßig lange. Betrachten wir nun das, und das ist ja bei uns Kardiologen ein ganz zentrales Thema, nämlich die Akutversorgung. Und hier möchte ich nochmal betonen, dass wir als Covid-Spezifika natürlich haben, dass die Thrombusformation, und das sind meine Vorredner ja auch schon drauf eingegangen, im Vordergrund steht. Wir finden entsprechend hier eine aktivierte Gerinnung. Die fibrinolytische Aktivität ist reduziert und wir haben eindeutig einen Endothelschaden, der wiederum Einfluss hat, neben den Zytokinen auf die Plättchenaktivität und eine Beeinflussung der Thrombozyten. Und ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie das nun tatsächlich auch aussieht. Sie sehen hier einen Katheteraufnahme und Sie sehen hier die rechte Kranzarterie. Hier ist das Gefäß verschlossen. Das ist bedingt durch einen Thrombus und hier zeige ich Ihnen das Bild nach entsprechender Intervention mit Stent-Implantation. Aber was ich hervorheben möchte ist, in dieser Phase gehen wir mit einem Draht durch das Gefäß und machen eine optische Kohärenztomographie. Und all das hier ist das eigentliche Lumen und das, was ich Ihnen hier zeige, das ist alles Thrombusmaterial und das ist natürlich im Endeffekt unser Problem in der Behandlung. Weitere Probleme, bedingt durch Covid, ist, dass wir in der Kardiologie eigentlich ideale Netzwerkfunktionen haben, die immer dazu führen sollen, dass der Patient frühzeitig seiner eigentlichen, nämlich der primären PCI, zugeführt wird. Aber in entsprechend Covid-Zeiten haben wir eine entsprechende Verzögerung. Und diese Verzögerung setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Sie sehen hier zum einen der Patient, der selbst an Covid erkrankt ist, aber gleichzeitig entsprechend auch Ängste besitzt, in eine Klinik zu gehen, um sich mit Covid zu infizieren, der möglicherweise seine Symptomatik nicht als kardial, sondern als pulmonal identifiziert. Gleichzeitig in der Rettungstriage kam es zumindest entsprechend in der ersten Welle immer wieder dazu, dass zunächst Covid-Patienten versorgt worden sind, respiratorische Insuffizienten und nicht der akute Infarkt oder das akute Koronarsyndrom. Insgesamt hier ist natürlich durch die Diagnostik zum Beispiel STEMI plus entsprechende SARS-CoV-2-Infektion, entsprechend hier eine Verzögerung. Und der Prozess der Entscheidung, wie gehen wir bei diesen Patienten vor, der hat sich mittlerweile ganz klar etabliert, aber in den initialen Phasen kam es zu einer weiteren Verzögerung. Und das ist letztendlich für unsere Patienten natürlich von riesen Nachteil, weil in der Kardiologie gilt das Motto Time is Muscle. Das heißt, je länger wir warten, um die adäquate Prozedur durchzuführen, umso mehr Herzmuskel stirbt ab und damit haben wir eine irreversible Schädigung des Myokards. Was nochmal wichtig ist, es sind nicht hier Dinge, wo wir sagen, naja, dieser Faktor, und das sollte auch unser Augenmerk hinsichtlich unserer Patientenführung sein. Wir müssen die Menschen sensibilisieren, dass sie hier handeln, weil zu Covid-Zeiten ist es geschehen, dass eine durchschnittliche Zeit in Deutschland entsprechend, bis sich der Patient meldet, nämlich im Durchschnitt nach 80 Minuten auf 320 Minuten angestiegen ist. Und insofern muss man natürlich sagen, dass unsere komplette Netzwerkstruktur dadurch letztendlich nicht mehr funktioniert und der Patient den Nutzen, den er eigentlich haben sollte, dann auch entsprechend nicht mehr erhalten kann. Ein weiteres Problem, und hier beziehe ich mich ähnlich wie Herr Witt auf die Situation in 2019 und 2020. Und hier haben wir eine repräsentative Datenlage aus Italien, die eben an einem Tag in 2019 und 2020 vergleicht, also 2020 in entsprechend der sogenannten ersten Welle. Und hier sehen wir, wie stark die Zuweisung bzw. die Alarmierung der Rettungsdienste abgenommen hat und in den Krankenhäusern reduzierte sich um fast 50% die Patienten, die sich wegen eines akuten Koronarsyndroms behandeln lassen wollten. Ebenfalls der STEMI, also der ST-Streckenhebungsinfarkt um 26% und der NSTEMI, der insbesondere das Merkmal hat, dass er eben bei Patienten, die älter sind, die viele Komorbiditäten haben, dass hier um 65% eine Reduktion eingetreten ist. Betrachten wir uns nun die Situation hier in der Kardiologie in Oldenburg, dann sehen wir, dass das ACS gesamt entsprechend in den Monaten März des Jahres 2019 und 2020 im Jahr 2020 um 24% zurückgegangen ist. Und das ist ein deutlicher Wert, weil man ganz klar sagen muss, hier ist es ganz sicher zu einer Unterversorgung gekommen. Im Bereich der STEMIs, das ist das akut bedrohliche und auch die einhergehend mit einer sehr starken Klinik um 12%, aber auch der NSTEMI um -32%. Und das ist bedenklich. Also hier werden wir unserem formalen Versorgungsauftrag nicht mehr gerecht. Und nun muss man natürlich fragen, und das ist immer die Diskussion, Invasivität, welche Konsequenz hat das Ganze? Und hier sehen wir eine sehr schöne Studie aus Österreich und die Kollegen haben sich damit beschäftigt. Sie sehen hier immer die gestrichelten Linien sind 2019 und die durchgezogenen Linien sind hier entsprechend das Jahr 2020. Und man hat jetzt nun über 10 Wochen in den verschiedenen Jahren die Anzahl der akuten Koronarsyndrome verglichen und diese schwarze Linie stellt eben die Covid- bzw. die Akutsituation dar, eben entsprechend hier der ersten Welle. Und was nicht verwunderlich ist, das entspricht den Zahlen, die ich Ihnen bereits gezeigt habe. Im Endeffekt kommt es zu einem Abfall der akuten Koronarsyndrome, sowohl beim STEMI hier ganz deutlich auch, hier beim NSTEMI ebenfalls, aber nicht ganz so ausgeprägt. Aber was alle Abbildungen zeigen, ist hier unten die rote Linie. Und hier sehen Sie in der roten durchgezogenen Linie den Anstieg an kardiogenen Schocks. Und hier muss man ganz klar sagen, der kardiogene Schock hat, weil die Patienten mit STEMI als auch mit NSTEMI nicht adäquat versorgt wurden, massiv zugenommen. Und was man sagen muss ist, naja gut, dann haben sie eben einen kardiogenen Schock, aber darüber muss man sich im Klaren sein, das Outcome beim kardiogenen Schock ist extrem ungünstig und insofern muss man ganz klar sagen, auf der einen Seite haben wir weniger STEMIs, NSTEMIs, der kardiogene Schock steigt an und im Endeffekt ist das eine Situation, die natürlich dann die Behandlungsqualität als auch die Überlebensrate der Patienten deutlichst reduziert. Das heißt, wir haben im Endeffekt durch Covid als auch mit Covid eine Situation, wo wir in der Kardiologie von einem Circulus viciosus sprechen. Und dieser Circulus viciosus besteht natürlich zum einen aus den Patientinnen mit Covid-Infektion. Auch hier haben wir das Dilemma der verzögerten Versorgung als auch der Patienten, die keine Covid-Infektion haben. Und die Konsequenz ist, und das ist die zentrale Problematik, die verzögernde, ausbleibende Therapie. Und was ist die Konsequenz daraus? Sie sehen, dass die Patienten im akuten Koronarsyndrom mehr an einer akuten Herzinsuffizienz bzw. an einem kardiogenen Schock leiden. Es kommt zu einer stärkeren, irreversiblen Schädigung des Herzens und des Myokards insbesondere. Das führt ebenfalls wieder zu einer akuten und im Verlauf chronischen Herzinsuffizienz. Die Rhythmusstörungen können zunehmen, insbesondere die malignen Herzrhythmusstörungen nehmen zu, sodass auch hier entsprechend der ganze Prozess unterhalten wird. Und das Problem am Schluss ist letztendlich die Zunahme der Herzinsuffizienz mit der Folge und dies bedeutsam mit einem Anstieg der kardialen Sterblichkeit in Deutschland von 7 bis 12%. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, und das ist auch unser Problem heute in der klinischen Versorgung, zum einen der Covid-Infektionspatienten, diese Behandlungen sind standardisiert. Wir haben hier mittlerweile entsprechende Algorithmen etabliert, aber gleichzeitig brauchen wir ein entsprechendes Angebot für diese Patienten, damit die erfolgreichen Therapien, sei es durch Algorithmen, sei es durch Netzwerke in der Kardiologie, in der entsprechenden Art und Weise weiter erfolgreich durchgeführt werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Elsässer, für diese warnenden Worte. Wir sind am Ende der Informationsveranstaltung und fangen gleich mit der Diskussionsveranstaltung an. Ich danke nochmal alle Referenten und auch Frau Giesen für ihre Vorträge, für ihre Informationen, die sie uns gegeben haben, in sehr konzentrierter Form. Es ist sicherlich schwer gefallen, das in diese Kürze zu bringen, die es einfach erfordert vom Format her. Aber wir haben jetzt genügend an Informationen, um die Diskussion auch sachlich gut weiterzuführen zu können. Und dazu übergebe ich die Moderation an Herrn Spieker, den Pressesprecher unserer Ärztekammer in Niedersachsen. Herr Spieker, bitte sehr. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Weser-Ems-Forum der Ärztekammer Niedersachsen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute eine Podiumsdiskussion Ihnen hier bieten können zum Thema Versorgungsstrukturen in Pandemiezeiten. Und wir haben ganz spannende Gäste aus Politik, aus Ärztinnenschaft und aus Wissenschaft. Und ich darf ganz besonders begrüßen unsere neue Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hier in Niedersachsen. Ansonsten eine schon sehr erfahrene Frau, Frau Ministerin Daniela Behrens. Herzlich willkommen bei der Ärztekammer Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Dann darf ich herzlich begrüßen Herrn Dr. Jörg Weißmann. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin aus Emden und er ist Vorsitzender der Ärztekammer Niedersachsen im Bezirk Aurich. Außerdem darf ich bei uns ein weiteres bekanntes Gesicht begrüßen, die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen und Lungenfachärztin aus Hildesheim. Herzlich willkommen, Frau Dr. Martina Wenker. Ebenfalls freuen wir uns, dass bei uns ist Frau Dr. Karin Bremer. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und die stellvertretende Vorsitzende der Ärztekammer Niedersachsen in der Bezirksstelle Osnabrück. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bremer. Und last not least ein Experte aus Oldenburg, Herr Professor Dr. Axel Hamprecht. Er ist Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie am Klinikum Oldenburg. Vielen Dank, dass Sie uns von der wissenschaftlichen Seite heute hier abends die Diskussion bereichern. Wenn wir mal auf die aktuelle Debatte über die Schauspieleraktion von diesem Wochenende zu sprechen kommen. Frau Ministerin, was haben Sie davon gehalten, Tatortgrößen und andere Schauspielerinnen und Schauspieler in dieser Rolle zu erleben? Ich fand es ehrlich gesagt völlig daneben, weil das sind Vorbilder, Vorbilderinnen, die eine große Reichweite haben, auf die man guckt, auf die man hört. Und wenn die sich vor die Kamera setzen und zynisch das reflektieren, was gerade in Deutschland passiert, dann halte ich das nicht für geboten, ehrlich gesagt. Herr Ministerpräsident Weil hat Sie als Gesundheitsministerin auserkoren, weil Sie gut managen und kommunizieren können. Wie ist Ihre Strategie in einer Zeit, in der sich die Informationen ja beinahe stündlich, wenn nicht täglich ändern und in der das, was gestern noch als Gesetz galt, heute schon wieder als falsch verworfen wird? Naja, die Kommunikation ist eine ständige Aufgabe. Man muss immer auf der Höhe der Zeit bleiben. Man muss versuchen, mit allen Interessierten und allen Bereichen zu diskutieren und zu kommunizieren. Die Pandemie macht vielen, vielen Leuten Angst. Wir haben unglaublich viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern im Ministerium. Das können die Ärztinnen und Ärzte sicherlich genauso beschreiben. Und das geht nur, indem man es immer wieder erklärt und auch versucht, auf der Höhe der Zeit bei den Erkenntnissen zu bleiben. Und das ist eine Herausforderung in dieser Zeit. Nun haben Bundesregierung und auch Landesregierungen mal gezeigt, dass so diese Vielstimmigkeit eben auch anders geht. Sie haben vor kurzem einheitliche Regeln für den Infektionsschutz in den Bundesländern auf den Weg gebracht. Was halten Sie von diesem Vorstoß? Ich finde das in Ordnung. Die Bundesnotbremse ist im Grunde die Reaktion darauf, dass sich die 16 Länder nicht alle an die Regeln gehalten haben, die man eigentlich abgemacht hat. Und die Reaktion darauf war, dass man es fester festschreibt. Für Niedersachsen hat es nur bedingt Auswirkungen, weil wir auch vorher uns sehr eng an dem gehalten haben, was wir miteinander mit anderen Ländern und dem Bund besprochen haben. Aber es gibt natürlich auch in Niedersachsen, auch innerhalb der Landesregierung, große Debatten darüber, ob die Ausgangsbeschränkungen verfassungsrechtlich geboten sind und ob es nicht ein zu harter Eingriff ist. Aber wir sind in Infektionszeiten, die sehr ernst sind und da muss man halt die Mittel, die man hat, ausschöpfen. Wie lange können wir uns darauf noch einstellen? Machen Sie da Prognosen? Ich würde keine Prognose da geben. Das Infektionsgeschehen ist sehr dynamisch immer noch auf hohem Niveau, auch in Niedersachsen, auch wenn wir im Vergleich zu anderen Bundesländern an drittbester Stelle stehen, aber es ist ein hohes Infektionsgeschehen mit einer hohen Belastung in den Intensivstationen mit vielen Covid-Patienten und auch eine sehr muntere Infektionsentwicklung bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Jüngeren. Und daher sehe ich jetzt derzeit nur eine stabile Entwicklung auf hohem Niveau, aber ich sehe noch keine Entspannung an der einen oder anderen Stelle. Frau Dr. Wenker, an Sie zunächst die Frage, was Sie in dieser Pandemie am meisten umtreibt, die stelle ich auch gleich allen anderen Diskutantinnen und Diskutanten und Sie dürfen dabei auch schon mal sagen, der neuen Ministerin, was sie eben auch vielleicht politisch umtreibt. Frau Dr. Wenker. Ja, was mich am Anfang sehr umgetrieben hat, war dreimal Mangel. Am Anfang, wenn ich das resümiere, vor einem Jahr Mangel an Schutzausrüstung, wo wir nie gedacht hätten, dass banale Dinge wie Mund-Nasen-Schutz fehlen würde für das medizinische Personal. Die zweite Situation war Mangeltest. Testmaterialien und die dritte, aber das ist jetzt fast schon die positive Botschaft. Wir wünschen uns jetzt natürlich, dass es mit dem Impfen vorangeht und da kann keiner was für. Wir brauchen jetzt Impfstoff, wir wollen impfen, wir können impfen. Wenn mir vor 1,5 Jahren jemand gesagt hätte, ein hochaggressives neues Virus, pandemisches Virus wird uns heimsuchen und wir haben nach 1,5 Jahren schon mehr als 4 Impfstoffe doch in der freien Verfügung, dann hätte ich gesagt, niemals. Impfstoffentwicklung in Deutschland dauert 10 Jahre und länger. Das heißt, dieser dritte Mangel ist fast ein Mangel, wo wir dankbar sein müssen, dass wir Impfstoffe haben und dass wir jetzt die Impfkampagne möglichst zügig voranbringen. Denn Frau Ministerin hat es gesagt, die Infektionslage ist zurzeit durchaus anspruchsvoll und die wird auch noch ein paar Wochen so bleiben. Und wir müssen einfach hoffen, dass wir jetzt mit dem Impfen gut vorankommen und da sind wir ja sehr gemeinsam auf gutem Wege. Frau Dr. Bremer, was treibt Sie am meisten um in dieser Pandemie? Ja, wir sind jetzt seit über einem Jahr im Alarmmodus. In den Hausarztpraxen vor allem, wir kriegen ja das Allermeiste ab, wir behandeln die Allermeisten, wir sehen die, wir testen die, wir impfen die inzwischen und es zieht sich unwahrscheinlich in die Länge. Ich sehe das genauso, es ist fantastisch, wie frühzeitig wir einen Impfstoff hatten, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Nichtsdestotrotz hätte ich auch nicht erwartet, dass es sich so langsam hinzieht mit dem Impfprozedere. Was mich am meisten umtreibt, ist, dass ich Sorge habe, dass die Teams, die MFA-Teams, die Mitarbeiterinnen irgendwann nicht mehr können, denn ich höre aus dem Kolleginnenumfeld, mein Team ist am Ende, jetzt schon wieder eine neue Verordnung, schon wieder ein neues Gesetz, schon wieder neue Regeln, schon wieder 21 neue Abrechnungsziffern. Die Bürokratie macht uns alle total fertig. Das muss man ganz klar sagen, im niedergelassenen Bereich definitiv und da muss man einfach ran. Herr Dr. Weißmann, Sie nicken, Sie haben es ähnlich erlebt? Ja, ganz richtig. Das kann ich voll und ganz bestätigen. Die Hauptproblematik ist in der Tat neben der Erkrankungswelle selbst natürlich, das Team weiterhin leistungsfähig und fit zu halten. Wir müssen sehr, sehr achtsam miteinander umgehen. Wir brauchen sehr viel Wertschätzung unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Und wir müssen tatsächlich diese Schwierigkeiten, die jetzt gerade auch schon genannt worden sind, die Vielzahl von Änderungen, zum Beispiel jetzt im Rahmen dieser Priorisierungsliste, müssen wir vorsortieren und sozusagen für die Praxen übersetzen, sodass wir sagen, jetzt kommt das und das auf uns zu, das lassen wir mal weg. Wir brauchen die und die wenigen Dinge, die jetzt für uns wirklich relevant sind, sodass wir die schon wirklich sehr stark und sehr engagiert mitarbeiten, aber schon deutlich leidenden Mitarbeiterinnen entlasten und unterstützen. Herr Professor Hambrecht, geht es Ihnen ähnlich? Was treibt Sie am meisten um, wenn jetzt auch Sie mal an Ihr Team, an ein Klinikum denken? Ja, also ich kann das nur unterstreichen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Also die Erschöpfung des Personals, die ist greifbar und zwar in allen Bereichen. Ob man jetzt ins Labor geht, wo meine Mitarbeiter jetzt seit über einem Jahr mit Volldampf arbeiten und auch nachts und an Wochenenden so viel wie noch nie oder auf die Intensivstation oder die Notaufnahmen. Also das ist wirklich zum Greifen nah und man merkt auch, die Leute sind am Ende ihrer Kräfte, sind gereizter, darunter leidet extrem viel. Also das ist eine, was mich jetzt im Beruflichen umtreibt und im Gesellschaftlichen ist es schon diese Spaltung, aber auch diese Wissenschaftsleugnung, die wir sehen, das finde ich extrem belastend, muss ich sagen. Welche Änderungen müsste es denn für medizinisches Personal dann ganz konkret geben? Frau Dr. Bremer. Auf jeden Fall viel, viel weniger Bürokratie, Abbau dieser unmöglichen Dokumentationspflichten und Regelungen, die wir haben. Was ich mir wünschen würde, ist viel mehr Freiraum, dass wir einfach mal machen dürfen. Wir sind Freiberufler, wir haben unsere Teams, die sind alle gut ausgerüstet und ausgebildet. Impfen, testen, das ist alles unser Berufsalltag. Also warum lässt man uns nicht einfach machen? Warum wird alles reglementiert? Das macht es so schwierig. Also wenn man uns einfach sagen würde, hier komm, mach, dann wäre es viel einfacher und dann wird es auch mehr Spaß machen. Wie ist im Moment, Frau Ministerin Behrens, die Situation in der Impfstoff-Vergabe? Ist die Situation im Moment Ihrer Meinung nach eine, die durch das Hereinnehmen der ambulanten Schiene eben verbessert wurde? Hätte man da viel früher etwas dezentraler machen sollen? Na, das mit Einbinden der ambulanten Praxen ist natürlich mehr als überfällig gewesen und wir haben uns da auch als Niedersachsen sehr für eingesetzt und ich finde das auch richtig und wichtig, denn wenn man anschaut, wie viele Arztpraxen wir in Niedersachsen haben, wie gut wir ausgestattet sind, dann ist das natürlich eine echte Macht. Ja? Selbst wenn jeder nur 20 bis 50 Dosen hat, ist das schon mal einen großen Fortschritt, das sehen wir ja auch an den Zahlen in Niedersachsen. Daher ist das, war das überhaupt gar nicht strittig. Wir haben immer noch das große Problem, dass wir zu wenig Impfstoff nach Deutschland bekommen und auch nach Niedersachsen. Das macht uns alle zu schaffen und wir haben der Bund hat letztes Jahr die Länder aufgefordert, Impfzentren einzurichten. Das haben die Länder brav gemacht. In Niedersachsen haben wir 50 Impfzentren, die sind alle gut eingestellt, die inzwischen auch gut organisiert. Viele Ärztinnen und Ärzte helfen damit und arbeiten damit. Und die standen zum 15. Dezember und was nicht da war, war Impfstoff. So. Und dann tröpfelte der Impfstoff langsam ein. Und jetzt haben wir das erste Mal seit Anfang dieser Impfkampagne eine Lieferankündigung über 3 Monate des Bundes, weil wir, für die Ärzte ist es wahrscheinlich neu, für die Impfzentren gängige Praxis. Man hat Ankündigungen bekommen, aber nicht immer kam auch Impfstoff, ehrlich gesagt. Und das macht natürlich nach draußen hin für die Menschen, die geimpft werden müssen, einen unglaublich chaotischen Eindruck. Und jetzt haben wir mal über 3 Monate Lieferankündigungen für die großen Hersteller BioNTech und Moderna mit relativ viel Impfstoff. Also alleine nach Niedersachsen kommen die nächsten 2,5 Monate über 7 Millionen Impfdosen. Und das meiste geht in das Arztsystem. Und daher bin ich bin sowieso Optimistin, aber ich glaube, dass wir in den nächsten 6, 7 Wochen wirklich da ganz neue Qualität auch entwickeln und viele, viele, die gerne geimpft werden wollen, auch geimpft haben können. Und wir werden uns im Sommer wahrscheinlich, Frau Dr. Wenker und ich, zusammensetzen und mal überlegen, wie wir eine Impfkampagne machen, um die, die nicht geimpft werden wollen, ja, dafür zu motivieren, weil das wird eigentlich die nächste, perspektivisch die nächste Aufgabe sein, die Leute zu überzeugen, die sich nicht impfen lassen möchten. Das haben wir bisher noch nicht, weil es gibt natürlich genug Impfstoff, aber es wird kommen. Das heißt, bei allen optimistischen Prognosen, die ja in der Vergangenheit durchaus auch mal enttäuscht wurden, gibt es jetzt wirklich Grund für Optimismus, dass in den nächsten Wochen... Ja, ich habe extra für heute Abend mir nochmal die Liste rausgezogen, für die Lieferprognosen des Bundes, die wir ja jetzt auch immer kriegen, und die sehen wirklich gut aus. Ja. Auch für Niedersachsen, wir achten da sehr drauf, dass 10% dessen, was nach Deutschland geht, nach Niedersachsen geht, und wir lassen uns auch regelmäßig berichten von der Kassenärztlichen Vereinigung, ob auch genauso viel in die Arztpraxen geht, ja, und nicht, dass die bayerischen und anderen Kollegen da an uns vorbeiziehen, und das funktioniert ganz gut. Also ich bin da sehr optimistisch. Wie bekommen Sie das jetzt auf die Kette in den Praxen, wenn es dann mehr Impfstoff gibt, wie es im Moment die Situation? Kriegen Sie viele Anrufe, Herr Dr. Weißmann? Müssen Sie viel vertrösten? Wie läuft das? Also bis jetzt haben wir ja nur relativ wenig Impfstoffe bekommen. Und die zu verteilen war sehr einfach, weil wir eine medizinische und altersmäßige Priorität gesetzt haben. Wir kannten unsere Patienten, wir konnten selbst schnell festlegen, wer geimpft werden sollte. Das sind die Transplantierten, die schwer Lungenerkrankten und dergleichen. Ansonsten ist es auch eine Frage der Logistik. Der Impfstoff kommt ja am Montag frühestens in die Apotheken, dann können wir maximal am Dienstag starten mit den Impfungen. Das heißt, wir haben auch nicht mehr sehr viel Zeit, je nachdem, was es für ein Impfstoff ist die Haltbarkeit ja nicht unbegrenzt, sodass dann die Woche nicht vollständig zur Verfügung steht. Zeiten wären da, aber die Woche steht nicht vollständig zur Verfügung. Außerdem ist ja diese 15-minütige Wartezeit einzukalkulieren, sodass dann die Impfstoffe, die Verimpfung ja zwar in einem deutlich schnelleren Stil stattfinden können, aber noch suboptimal. Sodass aus meiner Sicht sozusagen dieser Parallelweg Impfzentrum plus Praxen derzeit noch der Königsweg ist. Ne? Die Praxen, wir sind zwar prädestiniert dafür zu impfen, das haben wir unser Leben lang gemacht, aber derzeit ist jede Hilfe erwünscht. Wobei die Impfzentren endlich eingerichtete Infrastruktur ist. Also im September spätestens laufen sie aus. Sie sollten den Schub, diese Impfkampagne voranbringen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt über die Ewigkeit und über viele Jahre Impfzentren haben. Ganz im Gegenteil. Also ich denke, der Endpunkt ist sehr offensichtlich. Frau Dr. Bremer, wie läuft es bei Ihnen in der Praxis? Das läuft gut bei uns in der Praxis. Ich habe eine große Praxis und alle sind super motiviert, da mitzumachen, überhaupt keine Frage. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, alle sind überlastet und ich sage, wir müssen nicht so viel wie irgend geht impfen, wir können auch mal eine Woche etwas weniger, wenn das sonst zu überfordernd ist, dann sagen gleich alle, nee, wir müssen doch, wir wollen doch und so. Also die Motivation ist auf jeden Fall da. Also was mich sehr gestört hat, war einfach, dass wir erst von Seiten der KV und dann auch von Seiten vom Ministerium ein bisschen Steine zwischen, also Stöcker zwischen die Beine geworfen bekommen haben, so sagt man es, glaube ich. Also es ist einfach nicht hilfreich, wenn in unsere Priorisierung eingegriffen wird. Wir sind ja die Mediziner, wir können gut priorisieren, also wir können auch den Jahrgang von 70 bis 80 zählen und auch von 60 bis 70 zählen. Und das Medizinische, die Indikationen, das ist unser Beruf. So. Und wir hatten Vorgaben und danach richten wir uns selbstverständlich und die Patienten haben großes Verständnis dafür. Dann plötzlich flattern diese Briefe ein vom Ministerium. Dann kommen alle an, ich bin jetzt dran. Ich habe einen Brief bekommen von Frau Ministerin Behrens. Und es ist immer einerseits ein bisschen rührend, ne, dass sie dann meinen, sie sind jetzt heute sofort dran. Und dann kommt eben ein langer Gesprächsbedarf, dass man dann sagt, ja, na klar, Sie sind sowieso priorisiert auf unserer Liste. Wir haben ja eine Priorisierungsliste. Und das ändert jetzt gar nichts, aber hier steht aber, es ersetzt ein Attest, ich bin jetzt sofort dran. Also das war kompliziert und unnötig. Also wir haben Priorisierungslisten, das macht uns überall eine Doppelschleife. Das ist immer die zweite E-Mail, die ich kriege. Die erste ist, ich möchte einen Impftermin und 3 Tage später, übrigens, ich habe ein Schreiben bekommen, ich bin jetzt eher dran. Das muss ich einmal ganz kritisch anmerken, das hat viele geärgert, zumal auch, das sind ja alles unsere Diagnosen, die da draufstehen. Das sind ja ärztliche Diagnosen, daher ist das ja gemacht. Das ist die Basis dafür, aber vieles davon entspricht nicht der aktuellen Realität. Wenn jemand vor 2 Jahren mal ein infektgetriggertes Asthma hatte für einmal, dann ist der nicht ein Chroniker, Asthmatiker in dem Moment. Wenn jemand eine Warze hatte und dann ein Medikament draufgekriegt hat, hat er keine Krebserkrankung deshalb, nur weil dieses Medikament auch ein Krebsmedikament ist. Es gibt zahlreiche Beispiele. Und ja, aber da muss ich sagen, also die Krankenkassen haben den Schlüssel entwickelt auf Basis der Abrechnung der Ärzte und ich will mich da gar nicht einmischen. Wir haben nur an die Bundesvereinigung und an die Krankenkassen den Hinweis gegeben, dass man da vielleicht über ihre Schlüssel und ihre Codierung mal nachdenken müsste, wenn man da solche Algorithmen verwendet. Absolut, ja. Ja, genau. So, also daher ist das vielleicht denn, der positive Nebeneffekt davon, dass man sich das anschaut. Meinung auf jeden Fall. So, uns ging es nur um den Hintergrund zu erklären. Uns ging es darum, das ist im Bundesgesetz vorgesehen, dass man das machen kann. Und uns im Ministerium ging es nur darum, bevor wir jetzt langsam die Priorisierung auflösen und der ganze Druck aller Menschen auf die Impfkampagne kommt, dass wir die vulnerabel sind, die eine besondere chronische Erkrankung haben, dass wir die nochmal motivieren, bitte geht jetzt zum Impfzentrum oder zum Arzt und holt euch einen Termin, weil wenn Ende Mai die Priorisierung fällt, dann sitzen 7 Millionen Niedersachsen davor, ne? Erst 2 haben wir geimpft, ja, und dann kommen einfach die vulnerablen Gruppen mindestens über die Wartelisten bei den Impfzentren nicht mehr nach vorne, weil dann wird alles eingereiht, wie man sich angemeldet hat. Das ist ja der Sinn des Aufhebens der Priorisierung. So, genau. In den Praxen habe ich nicht gesagt, aber das gehört ja auch dazu. Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Eigentlich war es gut gemeint, ja. Ja. Vielleicht nicht optimal gemacht, das muss man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, da haben ganz viele auch drüber nachgedacht, die es mit verzapft haben. Frau Wenker wollte da noch was zu sagen. Ja, aber ich arbeite ja im Impfzentrum bei uns, da sind ja auch viele niedergelassene Kollegen, auch mit Krankenhausärzten. Das ist ja nochmal eine spannende Parallelwelt sozusagen. Da fand ich es schon ausgesprochen spannend, die letzten 2 Wochen, seitdem der Brief gekommen ist, dass jetzt doch nochmal ein ganzer Schwung von auch Jüngeren gekommen ist, die ich dann alle mal gefragt habe, warum sind Sie heute hier? Die dann doch gesagt haben, ich habe einen Brief gekriegt und ich finde das jetzt ganz wichtig und ich möchte mich, also es hat auch in der, wenn ich das jetzt positiv notieren möchte, schon auch einen positiven Schub gegeben in der Bevölkerung. Mensch, guck mal, hier werde ich wahrgenommen und ich bin wohl doch in der Risikogruppe und ich soll mich impfen lassen. Also ich würde sagen, dass das einen riesigen, weil es auch so überraschend kam, einen riesigen Zusatzaufwand in den Praxen gemacht hat, zugestanden, ja. Gleichwohl hat es, glaube ich, in der Bevölkerung überwiegend das Gefühl gemacht, guck mal, wie wichtig doch wir als Menschen sind, dass wir geimpft werden. Also für die Impfkampagne an sich hat das deutlich Schwung nochmal gebracht. Und in den Impfzentren hat es spannende Zusatzimpflinge uns eingebracht. Naja, aber in den Praxen, wo du gerade seit 2 Wochen dabei bist, in der Impfkampagne, relativ wenig Dosen kriegst und dann kommt noch so ein Brief und die Menschen stehen vor der... Also da kann ich jetzt verstehen, dass da alle sparsam begeistert waren, ehrlich gesagt. Also daher, glaube ich, muss man da die Lehren draus ziehen und ich würde jetzt für die Zukunft betrachtet solche Algorithmen nicht mehr verwenden wollen, wenn man sie mir empfiehlt, ehrlich gesagt. Aber so muss man immer nach vorne schauen. Frau Dr. Wenke, wenn wir mal über psychische Langzeitfolgen reden, was macht Covid-19 eben auch mit Patientinnen und Patienten, die vielleicht Angstzustände entwickeln etc.? Die Folgen der Pandemie bringen viele Probleme mit sich für Betroffene. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Patientinnen und Patienten im vergangenen Jahr? Bei Ihnen jetzt stationär, gleich frage ich auch noch wieder ambulant. Kommen jetzt zum Beispiel resiliente Menschen, also Menschen, die auch mehr Widerstandsfähigkeit in bestimmte Richtungen haben, kommen die besser durch die Pandemie als andere? Also einmal kann ich sehr konkret sagen, bei uns in der Lungenklinik haben wir natürlich und gerade in den Lungensprechstunden eine große Zahl von Menschen, die die Covid-Erkrankung überstanden haben, aber mitnichten gesund sind. Und ein Leitsymptom ist tatsächlich eine monatelange Erschöpfung und vor allen Dingen auch Luftnot. Und wir sehen zum Teil dramatische Lungenveränderungen bei eigentlich schon Patienten, wo man gesagt hat, Mensch, die sind weitgehend durch. Wenn wir die Röntgenbilder sehen, sind wir immer noch ausgesprochen beeindruckt. Also dieses Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom, da wird noch eine große Zahl von Patientinnen und Patienten auf uns zukommen, die wir behandeln müssen. Das ist für uns dann immer ein bisschen schwierig abzugrenzen, wo dann eben auch, wenn ich im Krankenhaus war, allemal die psychische Belastung, das zu verarbeiten, was man da erlebt hat, ist ja ungeheuer schwer. Und ich glaube, das ist eben das, was alle anderen Menschen auch erleben. Man sieht im Fernsehen allenthalb diese Bilder von überfüllten Intensivstationen. Man sieht im Moment die schrecklichen Bilder aus Indien, wo Menschen nach Luft ringen und Sauerstoff fehlt. Und das ein Jahr, nachdem das Ganze jetzt schon läuft, das macht Menschen Angst. Und das kann man, für mich ist ganz beeindruckend, dass es, also wenn ich nur so, Mensch, das ist doch einer, der hat doch bisher beim Leben so viel angepackt, das haut den stärksten Mann um. Und es kann andere, wo man denkt, die sind eigentlich nicht mehr so belastbar, die kommen ganz gut mit zurecht. Also es ist ein sehr, aber es hinterlässt bei ganz vielen Menschen unterschiedliche Spuren und da werden wir noch lange auch zu tun haben, das auch gut zu behandeln, ernst zu nehmen, auch dann irgendwann mal ein bisschen genauer zu wissen, was ist denn Long-Covid genau? Das ist für uns ja auch noch etwas unspezifisch fassbar. Da gibt es ja keinen einen Laborwert, wo es heißt, so der hat das jetzt und dann gibt es die und die Therapie, sondern das ist ja ein sehr vielschichtiges Bild auch. Und da glaube ich, gerade werden die Hausarztpraxen besonders viel zu tun haben, das überhaupt erstmal auseinanderzuhalten. Zu Long-Covid jetzt ganz konkret, der Wissenschaftler vom Klinikum Oldenburg, Herr Professor Hambrecht, welche Erfahrungen machen Sie mit Post-Covid-Syndrom? Da haben ja Unikliniken auch Ambulanzen eingerichtet, um das einfach auch zu begleiten und auch vielleicht die wissenschaftliche Datenlage eben zu verbessern. Welche Erkenntnisse gibt es hier in Oldenburg dazu? Also wir sehen jetzt konkret bei uns am Klinikum jetzt eigentlich nicht so viele Long-Covid-Patienten, die wenden sich eher woanders hin, die gehen eher in die Lungenkliniken, in die Reha-Zentren und Ähnliches. Also das, was wir wissen tatsächlich oder auch beim Personal sehen, was sich infiziert hat, gerade am Anfang der Welle, ist eben diese Erschöpfung, diese Belastung, tatsächlich auch aus einer französischen Studie, die jetzt kürzlich erschienen ist. Da haben wir eigentlich gesehen, dass nach 4 Monaten mehr als 50% der Patienten noch angegeben haben, sie haben ein Symptom zusätzlich, was sie vor der Erkrankung nicht haben. Das sind oft, ist es die Luftnot oder es ist die Erschöpfung oder eben auch neurologische Folgeerkrankungen. Das ist ein Thema, was wir überhaupt nicht verstehen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Tatsächlich gibt es jetzt so ein paar erste Erkenntnisse. Möglicherweise hängt es auch mit dysfunktionalen B-Zellen zusammen. Das ist jetzt so eine Theorie, die aufgekommen ist. Es gibt auch erste Therapieansätze tatsächlich schon, aber ich glaube, hier werden wir noch ganz viel lernen. Also es ist ein so komplexes und breites Thema. Es ist nicht die eine Diagnose, der eine Laborparameter. Und ja, ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren jetzt noch viel Fortschritt machen. Dysfunktionale B-Zellen war jetzt für mich ein Triggerwort. Was bedeutet das? Ist das auch sonst irgendwo Ursache für andere Erkrankungen? Ja, also das sind B-Zellen, die eben nicht diese Funktion haben, wie wir sie normal kennen. Und es gab jetzt so, ja, es gibt so Einzelfallberichte, wo eigentlich gezeigt wurde, dass Patienten mit Long-Covid nach einer Impfung profitieren Und dort hat man auch gesehen, das sind alles sehr, sehr vorläufige Daten, also man muss hier wirklich vorsichtig sein, dass der Anteil dieser Zellen dann abnimmt. Also möglicherweise ist das bei einigen Patienten, muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, auch eine Therapieoption. Aber richtig gute Daten haben wir dazu noch nicht. Ich möchte nochmal die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte fragen, welche Erfahrungen Sie mit Patientinnen und Patienten, ich sag mal, unter Corona machen. Gibt es da Ängste, die entwickelt werden? Kommen die sonst nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen? Wie ist da die Erfahrung, Herr Dr. Weißmann? Kurz nochmal zu dem gerade Thema. Das ist etwas, was für uns auch sehr rätselhaft ist. Wir haben das schon jetzt oft gesehen, dass bis dato völlig fitte, gesunde, auch relativ junge Menschen dann nach einer Corona-Erkrankung lang anhaltende Leistungsschwächen zeigten, die sich interessanterweise mit unseren Bordmitteln auch nicht objektivieren ließen. Also wenn wir die untersucht haben, Blutuntersuchung, Lungenfunktionsanalyse, Ergometrie, dann waren da durchaus Normalwerte dabei raus. Trotzdem haben die uns glaubwürdig versichert, dass sie jetzt sich erheblich leistungseingeschränkt fühlen, sehr viel schneller müde werden, sehr viel mehr Erholungspausen brauchen. Das ist wie, ich kann nicht nur bestätigen, ist absolut noch rätselhaft bisher. In dem Klinikum vor Ort hat sich sogar eine Post-Covid-Ambulanz gegründet, die jetzt allerdings in erster Linie sich damit beschäftigt, Daten zu sammeln und das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich zu begleiten. Ja, ansonsten darf ich weiterreiten. Ne? Ja, kann ich vollkommen unterstützen. Das sehe ich genauso. Jetzt nach einem Jahr, jetzt jährt es sich ja, habe ich auch Patientinnen gerade, die über anhaltende Müdigkeit klagen, nicht voll arbeitsfähig sind. Das ist ja das, was die vor allem einschränkt. Die im April, das waren ja alles Junge, also das waren ja nicht die Alten. Und da gibt es eine ganze Reihe bei uns, die da jetzt immer noch mit diesem Problem kommen, und das Frustrierende ist eben, man kann denen gar nichts anbieten, außer eine Kur, aber ganz schwierig. Was natürlich auch interessiert ist, ob jetzt Menschen mit anderen Krankheiten, vielleicht, das war am Anfang ja mal auch unsere große Sorge, mit anderer Erkrankung zu spät zum Arzt kommen, weil sie sagen, also bei uns in der Klinik haben wir das schon gemerkt, du lieber Himmel, da dürfen wir jetzt erstmal nicht hin, das ist ja jetzt alles für Covid reserviert. Und ich hatte immer als Beispiel einen Patienten mit einer schweren obstruktiven Atemwegserkrankung, die ich in der Stadt getroffen habe, der meinte, Mensch, Frau Doktor, wenn ich jetzt mal Herzschmerzen kriege, dann kann ich jetzt aber nicht in die Klinik kommen. Sie haben doch das ganze Klinikum reserviert für Covid-Kranke. Also, nein, also bitte, wenn Sie Herzschmerzen haben, kommen Sie sofort zu uns. Wir haben auch Betten für Normalpatienten. Ich glaube, genau dieses hat mit allen vielen Krankheiten, mit seelischen Krankheiten, mit Krebserkrankungen, dieses Rausschleppen vielleicht von anderen Krankheiten unter der Idee, das ist doch sowieso, die haben sowieso schon alle so viel zu tun mit Covid, wir können euch auch noch kommen. Ich glaube, da müssen wir aufpassen und auch immer wieder aufklären, dass wir den Menschen sagen, nee, kommt zu uns. Also die anderen Krankheiten machen keine Pause, sondern kommt zu uns, wenn ihr irgendetwas merkt. Das ist, glaube ich... Also es hat sich normalisiert wieder, was das betrifft. Aber das war am Anfang, war das tatsächlich so, dass die ganz schwer chronisch Kranken sich gar nicht in die Praxis getraut haben, dass übrigens auch die Covid-Kranken sich kaum getraut haben, sich zu melden. Wir haben ja Hausbesuche gemacht, wir haben die ja besucht, aber wir mussten es natürlich auch irgendwie rausfinden. Das ist teilweise gar nicht so einfach gewesen. Und wir haben dann angefangen, die Chroniker so langsam wieder einzufangen, also dann anzurufen und wieder einzubestellen. Es gibt ja die Chronikerprogramme und dann ging das ganz gut. Inzwischen ist eine ganz andere Stimmung und es findet, was das betrifft, eigentlich Alltag statt wieder. Ich würde sogar sagen, fast schon mehr als Alltag. Ich bin ganz überrascht. Wir hatten genau die gleiche Situation gehabt in der Anfangszeit letztes Jahr. Zunächst erstmal eine deutliche Zurückhaltung bei den Arztbesuchen und jetzt ist es so, dass wir so viel zu tun haben wie noch nie. Und das, obwohl wir ja praktisch keine Infektionskrankheit mehr haben, ne? Die Masken tragen, die Desinfektion und die Abstände haben wir die sonst üblichen Erkältungswellen nicht erlebt. Wir haben aber trotzdem... Glauben Sie, dass sich die Maskentragerei hält? Ja, da bin ich fast von überzeugt. Mhm. Ich bin sicher, dass in der Winterzeit da in den Ballungszentren, dass da in den Einkaufszentren und so weiter, dass da Masken getragen werden. Mhm. So, das werden viele tun. Das sind auch ganz viele, die ganz glücklich sind und sagen, Mensch, dieses Jahr so wenig erkältet wie dieses Jahr war ich noch nie. Das hat mir gut gefallen, das kann so weitergehen. Hört sich ja fast an nach asiatischen Verhältnissen, die wir dann demnächst hier haben. Recht nicht mit, ja. Früher war es ja so, dass eigentlich nur jemand, der wirklich schwerst erkrankt war oder in irgendeiner Chemotherapie steckte, vielleicht dann sich traute, auch mal im Supermarktmaske anzuziehen und dann komisch angeguckt. Waren wir da nicht drauf eingestellt? Ja, ne? Ich war beruflich in Südostasien unterwegs, da war das irgendwie gang und gäbe, dass irgendwie man eine Maske trug. Ja? Selbst am Strand saß man mit Maske. Ja? Das war kulturell eher schräg. Heute finden wir das ganz normal, finde ich. Ob das Händeschütteln wiederkommt, ist auch eine Frage. Ja. Wir sind ja hier dazu da, um alles anzusprechen. Wir haben keine Geheimnisse. Deswegen, Herr Dr. Weißmann, noch mal ganz kurz zu Ihren Kolleginnen und Kollegen. Es waren nur wenige, die dann auch Corona geleugnet haben oder irgendwelche Maskenatteste fälschlicherweise ausstellten, beziehungsweise Maskenbefreiungsatteste. Wie sind Sie da oben im Nordwesten an der Küste damit umgegangen? Also es war ja zunächst erstmal auch erst im letzten Jahr, als eine Gruppe sich zusammengeschlossen hat, überwiegend auch Hausärzte, die jetzt auch, sagen wir mal, alternativ tätig sind und haben dann zunächst erstmal einen Brief geschickt an die Zeitung, die jetzt, wo sie jetzt vor den Maßnahmen gewarnt haben. Mhm. Und sie haben im Prinzip die Erkrankung etwas, die haben es nicht abgestritten, aber sie haben die Maßnahmen kritisiert und auch die Bedeutung dieser Erkrankung eher niedrig gesehen. Einige haben sich offensichtlich auch dazu hinreißen lassen, fragwürdige Maskenbefreiungsatteste auszustellen. Und das wird auch derzeit näher überprüft. Insgesamt ist es aber sehr still um diese Kolleginnen und Kollegen geworden. Die zweite und dritte Welle hat, glaube ich, mit der Macht des Faktischen gesprochen und hat die verstummen lassen. Ich denke, da waren auch nie so richtige Leugner dabei. Es waren eher so Menschen, die die Maßnahmen für nicht angemessen hielten und so weiter. Das war noch gerade eben manchmal ausreichend, bis auf diese Falschatteste. Das ist sicherlich indiskutabel. Frau Wenker, wie ist Ihre Erfahrung da? Also sag mal, das Virus, ich glaube, das haben wir inzwischen alle gelernt, bis auf einige ganz wenige, die überhaupt nicht zu überzeugen sind. Das Virus verzeiht keine Halbheiten. Und inzwischen haben, glaube ich, alle gelernt, dass hier ein Leugnen eines Virus, was derartig schwere Krankheitsverläufe machen kann, dass das medizinisch wirklich Blödsinn ist. Das muss man ehrlich sagen. Und als Ärztekammer haben wir ohne Frage ein hohes Interesse daran, auch dieses in großer Klarheit auch öffentlich darzustellen und klarzustellen. Das geht nicht. Wir sind als Ärzte verpflichtet, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu handeln und zu behandeln. Und ein Virus zu leugnen, da hört jede Wissenschaftlichkeit auf. Und da haben wir als Ärztekammer einfach auch ein Interesse, dass das aus unserer Sicht ganz, ganz glasklar dargestellt wird. Das haben Patienten verdient, dass sie nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft behandelt werden. Frau Ministerin Behrens, noch haben wir nicht genug Impfstoff. Der kommt jetzt, hörten wir, und es besteht wirklich Grund zum Optimismus. Aber in der Zwischenzeit ist ja die Teststrategie in aller Munde. Glauben Sie, dass Tests am Ende wirklich die Lage auch normalisieren können? Ich glaube nicht, dass es die Lage normalisiert, aber es ist eine Brücke, bis man das Thema Durchimpfung gut gelöst hat und bis wir wissen, das wissen wir jetzt ja noch nicht so richtig, wann müssen wir auffrischen, ne? Also da gibt es ja noch wissenschaftliche Debatten drüber. Wir alle gehen davon aus, dass wir wie bei Grippe unseren Impfschutz auch zu Covid regelmäßig auffrischen müssen, aber so genau ist das, glaube ich, ja noch nicht geklärt. So lange wird man sicherlich mit dem Thema Durchimpfung und dazu eine gute Teststrategie fahren müssen. Anders geht es gar nicht. Was glauben Sie, Prognosen für die Zukunft sind immer schwer, die verlangen wir jetzt auch gar nicht heute Abend, aber was glauben Sie, wie es in Niedersachsen weitergeht mit dem Thema, wer dann geimpft ist, braucht sich nicht mehr testen lassen und hat damit einen Nachweis? Wie sind wir da im Stand? Ja, wir haben erste Schritte in der Landesverordnung schon getan. Wir haben bei Durchgeimpften, das sind in Niedersachsen mal gerade knapp über 6%, also so viel sind es noch nicht, aber wir haben die Durchgeimpften gleichgesetzt mit frisch Getesteten. Also wenn ich ins Alten- und Pflegeheim gehe, um meine Mutter, meine Angehörigen zu besuchen und ich bin durchgeimpft, habe das im Impfpass, dann brauche ich nicht nochmal einen Test ablegen, oder wenn ich zum Friseur oder zum Einkaufen gehe, wo eine Testpflicht ist, muss ich das nicht tun. Ja? Wir diskutieren gerade mit dem Bund darüber, dass der digitale Impfpass jetzt auch beschleunigt wird. Die EU hat ja für die EU-Mitgliedstaaten die Einführung beschlossen. Wir hoffen, dass er jetzt bald kommt, weil wir brauchen natürlich auch eine gewisse digitale Nachweismöglichkeit für einen Impfpass. Derzeit ist es unser gelbes Büchlein, ja? Und ich habe ja mit Entsetzen auch die Berichte in den Medien gelesen und geschaut, wo ein munterer Impfpasshandel vonstatten ging. Auf sowas kommt man ja irgendwie nicht, finde ich. Und da muss man mit umgehen, wobei auch digitale Pässe sicherlich nicht unverfälschbar sind. Sie haben auch nach der Pandemie sicherlich noch viel zu wuppen im Bereich Zukunft der medizinischen Versorgung in einem Flächenland hier im Norden. Es hat die Enquete-Kommission zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Niedersachsen gegeben, die ihren Abschlussbericht jetzt ja auch Ihnen und der Landesregierung präsentiert hat. Wie ist Ihrer Meinung nach im Moment, nach Ihrer ersten Erfahrung, die Vernetzung zwischen den drei Gesundheitssektoren in dieser Pandemie? Ich glaube, die ist in Niedersachsen ganz gut. Wenn ich mir den Enquete-Bericht auch anschaue, über 180 Seiten, sehr intensiv, mit auch externen Experten des Landtages, aus der Wissenschaft zusammengestellt, denn wird da sehr gut die Gesundheitsversorgung beschrieben in Niedersachsen. Und wir haben noch Baustellen, vor allen Dingen in der Modernisierung unserer Krankenhäuser. Ja, wir müssen uns auch an manchen Standorten mal entscheiden dazu, Krankenhäuser zu modernisieren und zusammenzulegen. Das ist sicherlich immer schmerzhafte Prozesse, gerade in der lokalen und Örtlichkeit. Wir sind dabei, die regionalen Gesundheitszentren zu stärken, gerade in dem Bereich, wo wir nicht so gute stationäre Versorgung haben. Niedersachsen ist da, glaube ich, nicht perfekt, aber ganz gut aufgestellt. Frau Dr. Wenker, sind die regionalen Gesundheitszentren, so wie sie jetzt angedacht sind oder denkbar sind, ein Ersatz für die niedergelassene Struktur oder ist das aus der Not geboren? Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Das ist ein guter Weg, wenn man etwas weiterentwickeln will. Das ist ja kein, ich mache eins sofort weg und das andere ist dann da und es ersetzt es sofort nahtlos, sondern das ist ein guter Weg, in bestimmten Regionen auch angepasst zu schauen, wie viele Hausarztpraxen habe ich dort, wie viele Facharztpraxen habe ich. Habe ich ein Versorgerkrankenhaus, habe ich eine bettenführendes Abteilungen, Belegbetten und die werden ja, das ist ja auch keine Blaupause, die nun exakt so immer genau gleich sein muss, sondern die bietet sehr viel Flexibilität, tatsächlich regionale Versorgung zu entwickeln, je nachdem, wie auch die regionalen Bedürfnisse sind. Das hat die Enquete-Kommission, glaube ich, schon sehr, sehr gut konzipiert und die Enquete-Kommission hat ja insbesondere auch nach meinem Eindruck gerade durch die Corona-Pandemie nochmal einen deutlichen Schwung erfahren in zwei Aspekten, die vorher wir gar nicht gedacht hätten, dass wir da so gut mit vorankommen, nämlich das Thema Digitalisierung und das Thema Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Enquete hat vor 2 Jahren angefangen, da waren das eigentlich vor Corona, ja, da müssen wir auch drüber sprechen und mit Corona hat das einen dramatischen Schub nochmal bekommen. Das heißt, im Grunde muss man sagen, war es ja, wie sagen jetzt, es ist ein beeindruckendes Zusammentreffen, dass Corona jetzt auf ein Jahr Enquete schon gelaufen, jetzt nochmal draufgekommen ist, hat alle doch nochmal ein deutliches Denken in zukunftsmögliche Strukturen gebracht. Gerade der öffentliche Gesundheitsdienst war ja völlig aus dem Fokus, der war ja völlig unsexy, um es mal vorsichtig zu sagen, vor der Pandemie. Wer hat sich interessiert für das kommunale Gesundheitsamt und wie viele Leute waren überhaupt da drin? Ja? Und ich habe in meiner kommunalpolitischen Zeit nie eine Diskussion erlebt über die Ausstattung des kommunalen Gesundheitsamtes, über das Kfz-Zulassungsamt, ja, aber nie über das kommunale Gesundheitsamt. So. Und das hat sich komplett gedreht und mit dem öffentlichen Gesundheitspakt haben wir auch richtig Geld zusammen mit dem Bund ja auch in die Hand genommen und die Herausforderung wird jetzt sein, die vielen Stellen, die dadurch geschaffen worden sind und die auch dringend notwendig sind, die auch für die nächsten Jahre festzuschreiben, denn dass man wieder zurückfällt in Zeiten vor der Pandemie geht gar nicht, weil wenn wir doch was gelernt haben, ist, dass wir nicht pandemiefest aufgestellt waren, weder im öffentlichen Gesundheitsdienst noch im Katastrophenschutz. Und das sind die Lessons learned mit Sicherheit aus der Pandemie. Gibt es denn auch eine Chance, dann mit anderen Besoldungsstufen zu locken? Das ist ja auch ein Problem im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja, der TFÖD ist ja nicht so richtig flexibel, ne? Wenn man nicht die richtige Vorbildung hat. Da ist relativ viel zu machen. Ich befürchte, da sind wir an sehr starre Kriterien weiter gebunden. Aber es waren ja fast gar keine Stellen da, ehrlich gesagt. Wir haben über 500 Landesbedienstete in den öffentlichen Gesundheitsdienst der Kommunen geschickt, weil wir verstärken mussten. Und auf dieser Höhe muss man sicherlich auch für die Zukunft versuchen, die kommunalen Gesundheitsämter zu stärken. Jetzt frage ich nochmal Herrn Dr. Weißmann. Sie kommen sozusagen von der Küste. Sie können viel bieten, wenn ein junger Arzt, eine junge Ärztin vielleicht irgendwann mal eine Praxisnachfolge antritt. Das ist eben vor allem, ich sag mal, eine Authentizität, auch eine Freizeitmöglichkeit, aber Sie sind auch nicht ganz nah an Ballungszentren, wenn man mal ehrlich ist. Wie ist da Ihre Erfahrung? Sie sind das Ballungszentrum. Haben Sie eine Chance, junge Kolleginnen und Kollegen als Nachfolgerinnen und Nachfolger in Ihr Ballungszentrum zu locken? Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall möglich, denn die Bildungs- und Freizeitangebote sind vor Ort ja auch ganz hervorragend. Ja. Ne? Also das sehe ich überhaupt nicht als besonders schwierig an. Tatsächlich ist es, glaube ich, auch nicht so, dass wir jetzt nun ganz weit hinten dran stehen in der Nachwuchsversorgung. Da gibt es, glaube ich, Gebiete, die schlimmer dran sind. Natürlich hat eine Großstadt bis dato immer mehr Attraktivität gehabt. Aber vielleicht ändert sich das jetzt ja auch. Man hört ja nicht nur aus unserem Beruf, dass da ein gewisses Interesse an ländlicheren und kleineren Strukturen da ist. Wir werden es sehen. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema Covid-19. Herr Professor Hamprecht, in den letzten Wochen hat es Berichte über mögliche Verknappung und Überlastung der intensivmedizinischen Ressourcen in Deutschland gegeben. Wie sind Ihre Erfahrungen hier im Nordwesten, im Klinikum Oldenburg ganz konkret? Und was wünschen Sie sich als Klinikarzt dann dahingehend von der Politik? Ja, also die Belastung der Intensivstationen, die sehen wir. Also im Moment ist in Niedersachsen sind mehr Patienten auf den Intensivstationen als am Peak der zweiten Welle um den Jahreswechsel herum. Also das ist Fakt und das, ja, spüren wir tagtäglich, also tatsächlich, dass Rettungswagen längere Wege fahren müssen, weil es kein Intensivbett mehr geht. Also die Versorgung, die leidet de facto darunter. Das ist in der einen Woche mal stärker und dann ist es vielleicht mal wieder ein bisschen besser. Aber wir sehen da eine ganz klare Einschränkung und zwar hier für alle Häuser Oldenburg herum. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja, mein Bitten an der Politik, das kann man hier sagen, ich meine, diese dritte Welle war vorhersehbar. Die wurde genau so prognostiziert, aber von der Politik kam da sehr wenig Handlung. Also das hätte man nicht in dieser Form haben müssen, meiner Meinung nach. Ja, das wäre meine Bitte an die Politik, sich da dann halt auch dem Rat der Wissenschaft nicht immer so zu verschließen, wie es teilweise passiert. Natürlich, Aufgabe der Politik ist hier abzuwägen zwischen mehreren Gütern, aber das war jetzt durchaus sehr vorhersehbar. Wenn wir jetzt mal auf die Intensivstationen blicken, dann sollen die im Moment, das sind die Meldungen, auch mehr belastet sein, voll laufen, in Anführungsstrichen, mit 40- und 50-jährigen Covid-19-Patienten. Ja. Vor dieser Sachlage, vor dem Hintergrund dieser Sachlage, ist die Impfpriorisierung in diesen 10-Jahres-Altersschritten 80, 70, 60, 50 dann womöglich hier dann doch obsolet? Müsste man das anders machen? Glaube ich im Moment noch nicht. Also der Punkt ist ja da, je älter ich bin, umso ein höheres Risiko habe ich, wenn ich erkranke, auch zu versterben. Und wir sehen jetzt nicht nur 40-, 50-Jährige, wir sehen genauso den 30- wie den 60-Jährigen. Es ist im Schnitt, natürlich sind die Patienten jünger, als wir es noch vor einem halben Jahr oder Jahr gesehen haben. Aber das sind jetzt nicht nur die 40-, 50-Jährigen. Und natürlich ist der 50-Jährige stärker gefährdet als der 30-Jährige. Also insofern muss ich hier, finde ich, ist es im Moment schon noch korrekt, an einer gewissen Priorisierung festzuhalten. Und wir gehen ja auch nicht in so 10er-Schritten vor, wie Sie es vielleicht eben angemerkt haben, sondern wir haben jetzt die Priorisierung 2, das sind die über 70-Jährigen und die Erkrankten. Wir werden im Mai aufrufen, die nächste Priorisierung, also die Ü60-Jährigen, für alle Impfstoffe und ausgewählte Berufsgruppen, die noch zur kritischen Infrastruktur gehören. Und dann war das die letzte Priorisierungsgruppe, ja, und heute hat die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Grunde besprochen, dass wir ab Juni uns insgesamt dem Ende der Priorisierung nähern, sodass wir dann breit impfen können, immer vorausgesetzt, der Impfstoff ist da, sodass man dann diese ersten drei Priorisierungsgruppen, die sind halt sehr gefährdet, mein Vorredner hat das beschrieben, und wenn man halt Impfstoffmangel hat, dann ist es wichtig, die Gruppen, die gerade vulnerabel sind, auch zu schützen. Und daher finde ich es immer noch richtig, auch wenn ich jedem verstehen kann, der ungeduldig ist und der gerne geimpft werden muss. Aber wenn der Impfstoff knapp ist, geht es halt nicht anders. Die Stimmen gibt es auch schon aus der Ärztinnenschaft. Und was sagt Frau Dr. Wenke als Präsidentin der Ärztekammer? Ja, sie ist sehr bei Frau Ministerin Behrens, dass wir die Priorisierung im Moment auf jeden Fall noch beibehalten müssen. Ich glaube, alles das wird man auswerten müssen, aber wir sehen doch jetzt den Effekt, dass wir Januar, Februar die vulnerablen, die wirklich maximal vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die Alten- und Pflegeheimbewohner, die Schwerkranken, die Menschen mit einem Risiko für einen ganz schweren Krankheitsverlauf immunisiert haben. Wir sehen jetzt schon auch lokal doch in Altenheimen nochmal Ausbrüche, aber die Menschen werden nicht mehr so schwer krank und kommen nicht mehr in die Krankenhäuser. Und ich befürchte, oder Ja, ich bin bei Ihnen. Aus unserer Sicht hätten die ganzen Lockdown-Maßnahmen deutlich ein paar Wochen schon eher hätte kommen müssen. Diese dritte Welle würde aber jetzt noch schlimmer sein, wenn wir nicht wenigstens schon das Teil der ganz hochbetagten Senioren in den Pflegeheimen immunisiert hätten. Dann wären die auch noch in den Krankenhäusern. Aber das spricht sehr dafür, dass die Idee, dass Menschen mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf vorrangig geimpft werden müssen, nicht aufgegeben werden sollte. Aber man sollte möglichst schnell jetzt dazu kommen, dass es dann auch breit gestreut wird und dass eben dann auch alle Menschen geimpft werden können. Aber das ist von der Idee her ausgesprochen zu befürworten und es müssen erstmal die Menschen geimpft werden, die entweder ein hohes berufliches Risiko haben, sich anzustecken und oder ein Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Und ich hoffe, dass wir weiterkommen, dass wir vielleicht im Herbst auch einen Impfstoff für die unter 16-Jährigen haben. Das ja, wäre schon wichtiger, ne? Für die Kinder und Jugendlichen. Da weiß ich nicht, wie der Stand so richtig ist. Das kann man, glaube ich, noch schwer einschätzen. Aber es wäre doch sehr, sehr wünschenswert. Wissen Sie schon mehr zu dem Stand? Also zu den unter 16-Jährigen, da laufen im Moment Studien tatsächlich. Ob wir da im Herbst schon so weit sind, wäre zu wünschen. Bin ich noch so ein klein bisschen skeptisch, aber vielleicht Ende des Jahres. Und zur Priorisierung im Alter im Prinzip, wie wir das im Moment machen, dass wir von den Altersklassen runtergehen, dass das sehr viel bringt, sehen wir auch in anderen Ländern. Wenn man sich in Israel zum Beispiel anschaut, die Entwicklung, dann sieht man ja auch, dass ganz klar am Anfang die 80- und die 70-Jährigen ist die Sterblichkeit ganz stark heruntergegangen und dann in den anderen Altersklassen ähnlich. Also das halte ich im Moment, wenn es uns darum geht, die maximalen schweren Verläufe und Todesfälle zu verhindern, ist das schon die richtige Strategie. Können Sie noch mal eine Einschätzung geben, was mit dem Thema AstraZeneca ist? Viele Menschen treibt um, dass sie sich zum ersten Mal mit AstraZeneca haben impfen lassen. In ein paar Wochen ist der zweite Termin angesetzt. Jetzt kommt das bei einigen Menschen dazu nicht mehr, auch nach STIKO-Empfehlungen. Was machen die? Kann man da ohne Probleme BioNTech spritzen? Ja, also das ist im Moment die 100-Millionen-Euro-Frage, muss man sagen. Wir impfen jetzt Leute, oder sagen wir, es gibt die Empfehlung, sie mit einem anderen Impfstoff zu impfen, wo es überhaupt keine Zulassungsstudien gibt. Also alle Zulassungsstudien sind ja homolog gemacht worden, also zweimal der gleiche Impfstoff. Deswegen ist es extrem schwierig. Die Daten, die wir zu diesen heterologen Kombinationen haben, sind bislang aus dem Tierversuch. Die legen eigentlich nahe, dass zumindest die Antikörperwirkung wahrscheinlich sehr gut ist, wahrscheinlich sogar in vielen Bereichen vielleicht, wenn wir Glück haben, besser, als wenn ich zweimal den gleichen Impfstoff nehme. Aber was passiert, wenn wir das jetzt massenmillionenhaft auf eine Bevölkerung ausrollen, wo das nie getestet wurde, das wissen wir im Moment gar nicht. Also insofern, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, wo wir im Moment keine wissenschaftliche Datenlage haben. Es laufen da zu Studien, gerade in Großbritannien, diese COMCOV-Studie, aber Daten werden wir da, ich sage jetzt mal, frühestens im Mai kriegen, so wie es aussieht. Das ist auch nur eine kleine Gruppe. Also das ist die schwierigste Frage im Moment überhaupt. Ich glaube, man muss aber nach wie vor sagen, man soll vor dem AstraZeneca nicht die Angst haben, oder ich glaube, die Risikowahrnehmung ist es wird sehr stark das Risiko wahrgenommen, aber nicht, wie selten diese Nebenwirkung tatsächlich ist im Gegensatz zum Benefit. Da gibt es auf den Seiten der European Medicines Agency, kann man sich das sehr schön anschauen, die haben es für verschiedene Szenarien im Prinzip durchgerechnet und bei praktisch allen Szenarien bin ich irgendwo ab 30 in einem Benefit durch den Impfstoff, das muss man auch nochmal sagen. Nichtsdestotrotz kann ich die Angst vor der Nebenwirkung kann ich komplett nachvollziehen. Frau Dr. Bremer, zeigen uns die bisher ja eher durchwachsenen Erfahrungen bei Impfkampagne oder auch bei Lockerungsmodellen und auch bei sehr vielen Entscheidungstragenden möglicherweise auch, dass das deutsche Gesundheitssystem überreguliert ist? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben jetzt ja einige Beispiele gehört und ich sehe tatsächlich auch ein bisschen die Verantwortung in der Politik, dass zu schnell Versprechungen gemacht werden, die dann nicht gehalten werden können, die vielleicht auch so schnell gar nicht umgesetzt werden können. Das verwirrt die Leute. Das, was wir ja erleben, ist, dass die Patienten hier Angst haben. Die sind verunsichert, die haben Angst und das ist dann unsere Aufgabe von Herrn Weißmann und mir, die wieder zu beruhigen und wieder einzufangen. Und das sind viele, viele Gespräche und zu 95% kann man die Ängste dann beheben, nicht, oder? Also das klappt gut, aber es ist unwahrscheinlich zeitaufwendig und hätte gar nicht sein müssen. Ich glaube, was ich eben schon sagte, ist ganz wichtig, dass wir einfach die Möglichkeit kriegen sollten, selbstständig viele Dinge selber für uns zu organisieren. Wir sind dazu in der Lage, wir sind total überreguliert und das bremst uns sehr aus. Man muss ja noch mal ganz klar sagen, es ist nicht so, dass der Lockdown zu spät kam, sondern wir haben überhaupt keinen richtig starken Lockdown gehabt, sondern wir haben viele kleine Abstufungen von Lockdown und inzwischen haben wir nur noch Verlierer und das sind die Kinder und das sind die Studierenden und das sind viele Arbeitnehmer und das sind die kleinen Selbstständigen und ganz viele und da trägt die Politik tatsächlich Verantwortung. Und ich mag nicht entscheiden, wer es nun verbockt hat, aber irgendwo sind falsche Entscheidungen getroffen werden. Und die Wissenschaftler haben gewarnt seit, weiß ich nicht, Oktober? Seit Dezember, Januar im Prinzip. Muss also, man sagen, dass jetzt was passieren muss. Und man hätte die Weihnachtszeit nehmen können, man hätte die Osterzeit nehmen können. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, mal 3 Wochen Lockdown zu machen. Es ist nicht gemacht worden und da steckt viel Schuld drin, da bin ich ganz von überzeugt. Herr Professor Ambricht, die Kraft war nicht da, muss man sagen. Ne? Man hat ja gesehen, was passiert ist mit der Osterpause, die die Kanzlerin vorgeschlagen hat. Kraft war nicht über 5 Tage und die Industrie war sehr deutlich in ihrer Reaktion und so hat sie die Osterpausen zurückgenommen. Ne? Also das gehört dann glaube ich, mit zur Gesamtgeschichte, aber ich würde Ihnen zustimmen. Man hätte sicherlich zu Anfang des Jahres einen deutlichen Schritt machen müssen mit 2, 3 Wochen. Dann wäre sicherlich die Situation jetzt eine andere, das muss man sagen. Ja, man braucht bloß nach Israel zu gucken. Ne? Ich kann mich erinnern, dass im letzten Jahr an Ostern 2020 das Thema Gartenbaubetriebe ein großes war. Also die Frage, ne, wer wo auf Ausnahmen besteht. Frau Ministerin Behrens, wie stehen Sie als politische Entscheiderin dazu, dass Wissenschaft ja auch in dieser Pandemie oft Thema ist? Hat Wissenschaft aus Ihrer Sicht in dieser Pandemie eine höhere Akzeptanz erfahren, auch für politische Entscheider? Das glaube ich auf jeden Fall. Ich habe ja meine berufliche Karriere in Anführungsstrichen angefangen an einer Hochschule und habe dann über viele Jahre Wissenschaftskommunikation gemacht. Und es war immer sehr schwer, außerhalb der Wissenschaftsszene für Erkenntnisse, für Empfehlungen zu werben. Und das hat sich mit der Pandemie und den Virologen, die sehr präsent waren, und Epidemiologen, finde ich, komplett verändert. Und es hat, was ich sehr schön finde, auch in der Wissenschaftskommunikation nochmal einen Sprung nach vorne gegeben. Denn wir haben Christian Drosten und viele andere verstanden, ja, als Nicht-Epidemiologen und Nicht-Virologen. Das ist ja schon eine große Herausforderung, eine Qualität von Wissenschaftskommunikation, sich so auszudrücken, dass die Normalbevölkerung einen versteht und trotzdem sich nicht zu blamieren bei der Community, seinen Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist ja die Spannbreite der Kommunikation. Und das, finde ich, ist schon sehr gelungen und ich glaube, dass das auch die Politikentscheidung verbessert hat, auf jeden Fall. Herr Professor Ambricht, fühlen Sie sich auch mehr und besser verstanden in dieser Pandemie und wie bewerten Sie den Umgang mit wissenschaftlichen Daten und Fakten zum Infektionsgeschehen in der derzeitigen politischen Debatte? Also mehr und besser verstanden kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also natürlich, es wird mehr nachgefragt und ich sehe das auch als unsere Aufgabe und das sehen viele Kollegen, hier tatsächlich für die Aufklärung in der Bevölkerung beizutragen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Situation, wo jeder seine Meinung äußern kann. Das heißt, ich kriege Mails von Leuten, die noch nie eine PCR gemacht haben, mir aber erzählen, dass die alle falsch sind oder Ähnliches. Das ist so ein bisschen die andere Entwicklung, die wir in dieser Pandemie gesehen haben, dass wir halt nicht mehr 80 Millionen Bundestrainer haben, sondern 80 Millionen Virologen. Das finde ich schon auch eine ganz extreme Entwicklung, die es so vorher, glaube ich, nicht gab. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Gedanken, Argumentationen hier durchkommen. Und das tun wir ja auch, glaube ich, zu den meisten Leuten. Und ich glaube auch besser als in vielen anderen Ländern. Also haben wir gerade in der ersten Welle eigentlich gesehen, dass es ja hier extrem gut geklappt hat in Deutschland. Und das war sicherlich der Wissenschaftskommunikation auch zu einem großen Teil zu verdanken. Jetzt kommen wir zu einer offenen Fragerunde. Wen von Ihnen hat immer schon mal irgendwas brennend interessiert? Was wollten Sie immer schon mal Ihre Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten fragen? Gibt es irgendjemanden, der jetzt die Fragerolle übernehmen möchte? Herr Dr. Weismann. Eine Anregung vielleicht, nicht unbedingt eine Frage. sondern weil wir jetzt ja gerade in diesem schönen Ort sind und wir jetzt die Wichtigkeit der Medizin und der gesundheitlichen Versorgung gerade so debattieren. Ein herzlicher Appell an Sie, unterstützen Sie doch bitte den Ausbau der Universitätsmedizin in Oldenburg. Die hat es wirklich verdient. Für unsere Region ist das eine ganz wesentliche Sache. Herr Spieker hat es vorhin nochmal gesagt, Nachfolger in den nordwestlichen Gegenden. Es wird sicherlich deutlich besser, wenn hier mehr Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden. Und wir arbeiten als akademische Lehrpraxis mit der Universität zusammen und ich kann nur sagen, die Studentinnen und Studenten, die da zu uns kommen, sind wirklich in einem ausgezeichneten Ausbildungsstand und die machen hier eine hervorragende Arbeit, die es von unserer Seite aus zu unterstützen gibt und ich bitte Sie da, sich ebenfalls für einzusetzen. Das ist schon quasi ein Haken dran. Also ich werde da den Wissenschaftsminister, der ja das auch sich quasi aufs Programm geschrieben hat und auch das für den Haushalt einbringen wird. Also meine Zustimmung hat er da auf jeden Fall und meine Unterstützung. Das ist ja wichtig. Wie fühlen Sie sich als jemand, Frau Ministerin, der hart daran arbeitet, eine Ausnahmesituation in den Griff zu bekommen? Wie ist im Moment Ministeriumsalltag? Sie kennen es schon vorher, aber wie ist es jetzt? Naja, es ist 95% ist Pandemie, irgendwie rund um die Uhr und man hat leider derzeit wenig Zeit, so mal 2-3 Monate vorauszudenken, ehrlich gesagt. Und wir versuchen gerade, Post-Covid ist der falsche Begriff, aber darüber nachzudenken, was müssen wir eigentlich machen, um die nicht-medizinischen Schäden nach dieser einjährigen Pandemie uns vorzunehmen. Wir sind ja auch für Soziales zuständig und mich treibt zum Beispiel sehr das Thema Kinder und Jugendliche und die Situation des letzten Jahres. Und ich höre sehr, sehr beunruhigende Berichte von den Kinder- und Jugendpsychiatern aus der Kinder- und Jugendarbeit. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich was Gutes, was Kluges mit vielen Experten überlegen, um das Jahr aufzufangen, was da die letzten 12 Monate passiert ist mit Kindern und Jugendlichen. Sie haben ein ganz wichtiges Zukunftsthema nach der Pandemie dann schon genannt. Welche sind es noch in Ihrem großen Ministerium? Naja, wir gehen jetzt das Thema Krankenhausplanung. Das Pflegegesetz steht an. Dann haben wir die konzertierte Aktion Pflege für Niedersachsen. Es geht darum, die Pflege zukunftsfest aufzubauen und für die Pflege zu werben, vor allem was die Fachkräfte angeht. Wir werden eine, Gott sei Dank, älter werdende Gesellschaft. Wir haben hohe Bedarfe im Bereich Pflege. Die Rahmenbedingungen sind noch nicht perfekt. Da müssen wir dran arbeiten. Das sind so große Bausteine, an denen wir gerade arbeiten. Herr Dr. Weißmann, worüber werden Sie als nächstes diskutieren, wenn wir nicht mehr über Corona diskutieren sollten, als Ausblick? Ich denke, es wird darum gehen, wie man es schafft, in Zukunft sich fit zu halten, also seelisch fit zu halten. Sie haben das Resilienz-Thema gerade gebracht. Das treibt um, und zwar nicht nur die Betroffenen aus dem Gesundheitswesen, sondern alle. Die, sagen wir mal, die aktive Erholung, die ist jetzt ja sehr stark eingeschränkt worden und da fehlt es eigentlich eine Lücke. Viele machen Musik, viele machen Sport in der Gruppe, viele machen Freizeit miteinander, wo sie sich aktiv miteinander kommunizieren. Und da haben wir noch keinen richtigen Ausgleich gefunden. Ich glaube, das hat auch einen großen Teil, ist das die Ursache für dieses Erschöpftsein, was wir auch überall immer wieder erleben. Ne? Es reicht nicht aus, wenn man abends sagt, ich setze mich aufs Sofa und gucke mir einen Film an, sondern es fehlt wirklich diese Geschichte. Und vielleicht findet sich dann noch zukünftig etwas, was man zumindest in diesen Zeiten, wo es ja nun nicht anders geht, irgendwie ausgleichen kann. Alleine Sport zu machen geht, natürlich ist aber 1B-Ware. Ne? Und alleine Musik zu machen ist auch 1B. Also irgendwie, vielleicht wird da die Fantasie und da die Kreativität nochmal befeuert, dass man die aktive Erholung nochmal fördert, weil das brauchen wir. Das fehlt, glaube ich, an allen Ecken und Kanten. Was wird Ihr Zukunftsthema sein in der Nach-Corona-Zeit, Frau Dr. Wenker? Ja, mein wesentlicher Punkt, der mich ja nach wie vor sehr beschäftigt, ist Medizinethik. Also die ganzen Fragen, die jetzt aber noch eine ganz andere Bedeutung gewonnen haben. Wie gehen wir um in Situationen von Ressourcenknappheit? Das hätte ich vor anderthalb Jahren niemals gedacht, dass wir uns jemals Gedanken drum machen, wenn eine Intensivstation voll ist und es kommt ein Patient, wie gehe ich dann in der Situation um? Das heißt also, mit diesen Themen uns befassen und wirklich in Ruhe nochmal auch uns darüber Gedanken zu machen, wie kann man tatsächlich gerecht die begrenzte Ressource, im Gesundheitswesen wird nie unbegrenzt Ressourcen haben können, wie jeder Bereich der Politik ja nicht. Wir haben aber eine älter werdende Gesellschaft. Wir haben jetzt eine pandemisch wirklich schwer auch beeinträchtigte, gesundheitlich beeinträchtigte Gesellschaft. Wie gehen wir um mit den Ressourcen, sodass sie wirklich vernünftig eingesetzt werden? Also das gesamte Thema der Gesundheitsökonomie, auch der gerechten Verteilung, hat jetzt für mich nochmal eine ganz andere Dramaturgie bekommen. Und ich glaube, da gibt es für mich, Sie hatten vorhin den Begriff Lesson Learned, da müssen wir noch ganz viel daraus lernen, was wir jetzt erlebt haben. Und ich hoffe, dass das nicht wie bei der ersten SARS-Epidemie 2003, da hatten wir einen umfangreichen Bericht an den Bundestag ergeben, der wurde dann abgeheftet und wir haben das damals Modi-SARS genannt und genau das, was wir damals prognostiziert haben, ist eingetreten. Dieser Bericht darf dann nicht, ich hoffe, wir haben in 1, 2 Jahren den Punkt, dass wir sagen, wir sind fertig, wir können ein Resümee machen, aber das muss dann geübt werden, das muss beibehalten werden, das darf dann nicht abgeheftet werden. Solange hoffe ich, dass ich doch noch was zu sagen habe, dass das nicht geschieht. Frau Dr. Bremer, was wird Ihr wichtigstes Thema in der Nach-Corona-Zeit sein? Also ich werde mich sicherlich mit dem Ärztemangel beschäftigen in der Nach-Corona-Zeit und dabei auch mit der Rolle der Hausärztin. Also wenn die Pandemie eins gezeigt hat, dann ist das, dass es ohne Hausärztin überhaupt nicht geht. Und wir waren ja wirklich der Schutzwall und wurde ja auch oft zitiert und genauso war es auch. Und wenn ich noch einmal ganz kurz auf diese sektorenübergreifende Versorgung zurückkommen darf. Aus meiner Sicht gibt es sehr wohl noch ein paar Dinge, die man verbessern könnte bei der Verbindung zwischen den verschiedenen Sektoren. Und ich sehe da die Hausärztinnen und Hausärzte ganz zentral und zwar am liebsten im Sinne eines freiwilligen Primärarztsystems, dass einfach bei einem, und das ist der Hausarzt, die Hausärztin, alles zusammenläuft und dass dort gesteuert werden kann. Und dafür möchte ich mich einsetzen, sowas voranzutreiben. Herr Professor Hambrecht, Sie haben die Gelegenheit, das Schlusswort hier zu sprechen. Ja, also ich würde mir auch wünschen, noch einen besseren Ausbau der Universitätsmedizin, was gerade schon angeklungen ist. Tatsächlich hat, was wir jetzt hier in dieser Pandemie sehen, gerade für Oldenburg, haben die beteiligten Kliniken Enormes geleistet und das ohne viel Unterstützung, wie andere Universitätskliniken das eigentlich bekommen haben. Das wäre auch nochmal mein Appell an die Politik, das wäre das eine. Und das andere wäre, dass man sich hier wirklich nochmal dem Thema Zustände in der Medizin, in der Pflege annimmt, weil das sehe ich als ganz große Gefahr. Die Leute sind ausgebrannt und wir haben eigentlich gesehen, wozu das führt. Und das wäre mein großer Appell, dass man hier mal versucht, nicht nur zu sparen, sondern auch schaut, was ist uns Gesundheit wert. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir heute hier diskutieren durften beim Weser-Ems-Forum der Ärztekammer Niedersachsen in Oldenburg mit der neuen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Frau Daniela Behrens. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Mit Herrn Dr. Weißmann, dem Vorsitzenden unserer Bezirksstelle in Aurich, mit Frau Dr. Wenker, der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, mit Frau Dr. Bremer, der stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirksstelle Osnabrück der Ärztekammer Niedersachsen und mit dem Virologen vom Uniklinikum in Oldenburg, Herrn Professor Hambrecht. Herzlichen Dank. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können weiterhin Ihre Fragen stellen an kommunikation@aekn.de. Am nächsten Montag senden wir wieder den Talk zur Sache Corona mit dem Virologen Professor Matthias Stoll von der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich darf mich heute hier auch ganz besonders bedanken bei den beiden Begründern dieses Forums, nämlich bei Professor Lasowitsch und Professor Köhne. Außerdem bei der Geschäftsstelle der Bezirksstelle Oldenburg der Ärztekammer Niedersachsen, insbesondere bei Frau Steinkamp und auch bei den Kolleginnen Esther Schmotz und Oliver Busse aus dem Team Kommunikation in Hannover, dass Sie hier heute Abend eben auch so wunderbar vorbereitet haben. Dem Team von Matz TV danke ich und Ihnen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund und bleiben Sie auch möglichst gewogen und optimistisch. Alles Gute. Tschüss.